So, und wir haben 17 Uhr. Da ist auch noch Last Shadow pünktlich gekommen. Also Leute, wir beginnen. Erstmal hört ihr was. Oho. Und ab jetzt seht ihr auch was. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu Millennia. Das erscheint in einer guten Woche und wird gepublished von Paradox Interactive, mit denen ich hier auch gerade eben zusammenarbeite. Denn das hier ist ein Werbestream, wie ihr sehen könnt. Aber Millennia macht mir persönlich auch sehr, sehr große Freude, meine lieben Freunde. Ihr könnt hier, wenn ihr im Stream dabei seid, mit Ausrufezeichen Millennia, achte darauf, Doppel-L und Doppel-N, euch einen Link hervorrufen, der euch zu Millennia bei Paradox Interactive hinführt. Das ist ein klassischer Tracking-Link, ne? Dann sieht Paradox Interactive, wenn ihr darüber kauft, dass ihr von mir kommt. Ich sage vielen lieben Dank, wenn ihr das tut. Wenn ihr auf Merp Uncut zuguckt, könnt ihr einfach mal unten in die Kommentarsektion gucken oder auch in die Videobeschreibung. Ist egal, ich werde es in beiden Fällen euch unten auch rein verlinken, damit ihr ebenfalls diesen Link zur Verfügung habt und euch Millennia bei Paradox Interactive kaufen könnt. So, also Leute, ich möchte euch als allererstes natürlich erklären, wir dürfen jetzt hier weiterspielen als neulich, als noch die Demo draußen war. Da dürfen wir bis Zeitalter 3 spielen. Das war, glaube ich, das Zeitalter der Könige. Jetzt dürfen wir bis Zeitalter 6 spielen. Und jetzt kommt der Fun-Fact, wie das Zeitalter 6 heißt, weiß ich noch gar nicht. Da war ich nämlich noch gar nicht. Ich kann euch aber sagen, was Zeitalter 4 und 5 sind. Wollt ihr es wissen? Wollt ihr es wissen? Ich kann es euch aber vielleicht sogar kurz mal zeigen. Ne? Also ich habe einen Speicherstand vorbereitet für alle, die total neugierig sind. Da gehen wir kurz mal am Anfang drüber, damit ihr mal nochmal die Zeitalter und all das hier in der Übersicht sehen könnt. Währenddessen jetzt hier gerade eben hier noch die Nationalfähigkeiten ausgewürfelt werden. Genau, would you like to know more? naja, ich will euch schon ein bisschen was präsentieren, Senpu Jakob. Wie gesagt, also ihr seht hier, wir sind jetzt hier, das hier ist das fünfte Zeitalter Renaissance und wir befinden uns gerade eben im Zeitalter, Moment, ich muss in die Forschung reingehen, im Zeitalter der Könige. Also wie ihr sehen könnt, schon genau, Zeitalter des Eisens war das dritte und dann kommt das Zeitalter der Könige, was im Grunde so eine Art Mittelalter ist, aber das ist ja nur eine Variante davon, ne? Ihr seht gar nicht, was es hier für Varianten gibt, da gibt es nämlich noch mehr Varianten, das zeigt sich ja so auf. Und wie ihr sehen könnt, also würde man bei 5 in die Renaissance kommen, aber so weit bin ich hier noch gar nicht. Aber was ziemlich cool ist, ist, dass man dann halt auch sowas wie, endlich sowas wie eine Berufsarmee bekommt, Gilden, Feudalismus, organisierte Religion, mittelalterliche Universitäten und Maschinenbau. Und wenn man dann hier, also hier können wir noch gar nicht reingucken, das verbietet uns das Spiel an der Stelle jetzt hier an der Stelle. Aber, das mal nur so viel zum kleinen Spoiler. Und ihr seht, ich hatte hier die Kreuzritter gewählt. Was sind denn die Kreuzritter? Gute Frage. Das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, wie ihr eure Nation ausrichten könnt. Also quasi ähnlich wie zum Beispiel, dass man sagt, man wird jetzt zum Beispiel die Seefahrertradition wählen. Und die Kreuzfahrertradition ist halt dann eine, wo du halt sehr auf Religion und Kriegsführung ausgelegt bist. Und ja, Religion ist im Game. Und ich werde euch auch zeigen, wie man die Religion freischaltet. Das ist nämlich gar nicht so unknifflig. Aber das ist passt typisch für Paradox-Spiele. Wir machen jetzt ein neues Spiel. Natürlich benutzerdefiniert. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir eine riesige Welt nehmen, damit es nicht ganz so eng ist. Frage, habt ihr eine Idee, was für ein Kartenseed wir nehmen wollen? Habt ihr irgendeinen Vorschlag für einen Kartenseed? Ich zeige euch erstmal ganz, ganz kurz, was es für Nationen gibt. Ne? Also einmal gibt es hier das Aztekenreich, die haben mehr Verbesserungspunkte. Ne? Diese Verbesserungspunkte sind diese Dinger, die man auf die Karte baut, um bestimmte Ressourcen abzubauen oder besser abzubauen. Karten 7815. Das Aztekenreich, wie gesagt, hat also diese Verbesserungspunkte. Dann gibt es noch China. China hat mehr Nahrung in seinen Regionen. Dann haben wir Frankreich, deren Einheiten haben mehr Taktikwert, was wiederum halt einen entsprechenden Vorteil im Kampf bringt, wie zum Beispiel für Anführer. Dann haben wir die Griechen, die haben einen Bonus auf Kultur, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Oh, ich liebe Kultur in diesem Spiel. Dann haben wir Indien, da haben die Zivileinheiten, nicht die militärischen, mehr Bewegungsreichweite, also sowas wie Siedler oder auch Pioniere. Dann haben wir das Osmanische Reich, die haben günstigere Pioniere.
Dann haben wir Rom. Die haben günstigere Gesandte. Faszinierend, aber wahr. Und dann gibt es noch Spanien. Die haben günstigere Siedler. Naja, die sind halt eine Kolonialmacht gewesen, ne? Und dann haben wir hier noch das Vereinigte Königreich, UK. Da haben die Marineeinheiten mehr Beweglichkeit. Und die Vereinigten Staaten haben eine günstigere Produktion beschleunigen. Die Frage ist halt, wie arg das ist, ne? Also ihr kennt das kennt ihr auch aus anderen Spielen. Ihr gebt Gold aus, damit ihr nicht so viele Turns mehr braucht, um irgendetwas wie eine Einheit oder ein Gebäude zu bauen. Das ist so ähnlich, ja genau, das ist ein Civ-like, Hera. Das kann man so sehen, definitiv. Grüß dich übrigens. Guten Abend auch an Balloon und alle anderen, die gekommen sind. Und wie gesagt, da haben die USA halt da wohl einen Bonus. Das ist wahrscheinlich auch eine Anspielung auf ihre unglaubliche Wirtschaftskraft aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gibt es noch das Zulu-Reich. Die haben am Start noch eine zusätzliche Kriegsscharen-Einheit. Also die haben einen Startbonus im Early Game. So, und jetzt halt die große Frage, Leute. Ja, welche Nation soll es denn bitte sein? Also wir müssen irgendeine Fahne nehmen. Und können dann aber selber immer noch einstellen, welchen Bonus wir haben wollen. Ja, Zulu haben wir schon auf YouTube gehabt, meine Liebe. Da sind noch 7 Nationen. Wo? Ach so. Ja, Brasilien. Genau, Entschuldigung, die habe ich übersehen. Brasilien hat auch noch hier niedergelassene Vasallen, haben mehr Wohlstand. Das heißt also, die haben mehr Geld. Dann gibt es Persien, da haben die Kundschafter mehr Bewegung, was sehr, sehr nützlich sein kann. Russland hat, bekommt einfach mehr Kriegs-EP. Start, oder man startet mit zusätzlichen Kriegs-EP. Schweden macht mehr Einfluss, das heißt, die breiten sich schneller aus. Also die können schneller sich Land grabben. Deutschland hat einen Produktionsbonus. Also das heißt, wir bauen einfach allgemein in unseren Städten schneller. Ägypten hat Territorium beansprucht, ist ermäßigt. Und Japan bekommt weniger Unruhe. Also die haben eine bessere Unruhenunterdrückung. Ne? Umso größer eure Stadt wird, umso weniger ihr die Bedürfnisse eurer Bevölkerung erfüllen könnt, desto höher steigt die Unruhe. Das müsst ihr normalerweise mit Truppen unterdrücken oder auch mit Gebäuden. Und Japan hat da einfach schon einen kleinen Bonus. Okay, Toppi ist für die Griechen, Vilmetzi ist für die Deutschen, Insus Black ist für die Schweden, Japan, Rom. Okay, ich würde mal sagen, die 5 nehmen jetzt einfach mal rein. Wir nehmen Schweden, Deutschland, Griechen, Japan, Rom. Diese 5 in die Auswahl nehmen. Nehmen wir diese 5 in die Auswahl. Machen wir einen einminütigen Poll, lieber Zauberer oder Arkadol oder wer von euch beiden das auch gerade immer macht. Die Musik ist sehr laut. Das ist gut, dass du das sagst. Dann machen wir die gerade eben nochmal ein bisschen leiser. Ich glaube, ich gehe einfach mal jetzt hier mal auf 40 runter. Guck mal, ich habe die schon relativ weit unten. Aber in-game ist die Musik gar nicht mehr so dramatisch laut. Das ist halt hier so, ne? Oh, was wollen wir denn hier nehmen? Binnenmeere, Pangea. Komm, wir machen mal eine andere Karte. Lasst uns mal Inseln machen, dass wir gezwungen werden, mit Schiffen zu arbeiten. So, wir machen Inseln. Riesige Karte. Und als Seed nehmen wir... Ich will wissen... Wisst ihr was ich ausprobieren will? Ich will wissen, was passiert. Ach Gott, das geht gar nicht. Oh, ich kann keine Buchstaben nehmen. Okay, dann nennt mir doch mal eine... währenddessen wir warten, eine Zahlenkombination. Ich wollte Millennia schreiben, aber das geht nicht. 42, okay, mal gucken, was passiert. Ich finde 42 gut. Die Antwort auf alles. 1337 wäre aber auch nicht schlecht. Oder 0815, genau. So, gleich wissen wir, wer wir sind. Wir sind die Schweden, meine lieben Freunde. Alter Schwede, wir sind die Schweden. Ich mache jetzt mal alle anderen zufällig. Ich kann sie gar nicht zufällig machen. Schade. Oh Gott, wen nehmen wir denn da? Ach doch, ich kann sie zufällig machen. Wir machen alle anderen zufällig. Die können auch nicht doppelt auftreten, ne? Also wir lassen uns jetzt hier total überraschen, was hier jetzt kommt. Würde ich einfach mal sagen. Also, wir starten jetzt hier mit 8 Spielern auf einer riesigen Dingens. Wir können auch natürlich, ob wir sehen können, auch Schwierigkeitsgrad einstellen. Beziehungsweise Nationenbauer. Deutsche Städte. Deutsche Ortschaften. Ah, da können wir noch unser Ding jetzt hier einbauen. Ah,
Da können wir unsere eigene Nation kommen. Hier kann man auch noch also seine eigene Nation, wenn man das möchte, machen. Okay, gut. Man könnte hier also seine eigenen Nationen nochmal bauen. Und jetzt habe ich auch noch Persien rausgemacht. Genau, danke. Ich habe es gesehen, Leute. Ich habe es gesehen, weil die auch grün waren. Also, Kartenseed 42, riesig Inseln. Dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Genau, Gott mit uns. Wir sind die Schweden. Wir werden ein großes Reich voller schnell zusammenbaubarer Möbelketten errichten und damit den Feind in die Flucht schlagen. Wie machen wir das? Wir lassen einfach Schrauben weg und dann sind die so verzweifelt, dass sie sich nicht im Krieg verteidigen können. So, also, so beginnt das Spiel, Leute. Ne? Relativ vertraute Situation. Wir haben Forschung, wir haben Kulturforschung. Die Kulturkräfte entwickeln sich mit der Zeit. Das werden auf Dauer mehr. Immer mehr Sachen, die wir freischalten. Also vor allem, wenn wir mehr Domänen freischalten, schalten wir auch mehr Kulturkräfte frei. Wir haben momentan unsere Hauptstadt Uppsala. Finde ich einfach immer noch eine der großartigsten Namen einer Hauptstädte, die man haben kann. Wir starten hier direkt am Meer. Haben hier unten links eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Das hier sind unsere Verbesserungspunkte, mit denen wir hier Sachen überall reinbauen können. Hier sehen wir die Map. Da können wir auch theoretisch einstellen, dass wir sehen, was auf dieser Map für Ressourcen rumliegen, die wir abbauen. Ich mache das jetzt gerade eben mal für uns an, damit wir diese Übersicht haben. Und jetzt gehen wir als allererstes jetzt hier mal in die Forschung. Na, also ihr seht, das Spiel hier ist ganz, ganz klassisch in dieser Hinsicht. Hat allerdings einen gewissen Kniff. Wir müssen mindestens 3 Technologien erforschen, bevor wir in die nächste Zeit gehen können. Dann können wir, wenn wir wollen, die Technologien des frühen Zeitalters ignorieren. Oder wir erforschen alle und nehmen halt alle Boni mit, die wir mitnehmen wollen. Und dasselbe können wir in jedem Zeitalter machen. Ab einem gewissen Punkt gibt es nicht nur ein Zeitalter, in das wir fortschreiten können, sondern es kann mehrere geben. Ich habe schon 4 Stück zur Auswahl gesehen. 4 verschiedene. Und so fächert sich das in diesem Spiel halt immer weiter auf, weil man dann immer wieder von einem Zeitalter zum nächsten kommt und dadurch entstehen komplett neue eigenständige Spieldurchläufe, die höchstwahrscheinlich mit fast keinem anderen irgendwie vergleichbar sind. Also eine sehr, 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 sehr hoher Wiederspielwert, zumindest in der grauen Theorie. Witblane, danke dir für deinen Reset im 3. Willkommen. Die Musik ist immer noch recht laut. Ich kann sie gleich auch nochmal ein bisschen leiser machen, das ist kein Problem. Also wir haben jetzt hier erstmal Ackerbau, da würden wir mal Nahrung machen. Hier könnten wir den Stammesältesten machen, dann könnten wir, wie sehen, könnten wir Wissen machen. Hier könnten wir bessere Truppen haben, hier könnten wir Auskundschaften und hier könnten wir Arbeiter machen. Und Arbeiter ist, ich sag's mal so, alles ist gut. Ich gehe mal auf den Ackerbau als allererstes. So, dann werden wir ganz, ganz kurz nochmal die Musik ein bisschen leiser machen. So, jetzt gehen wir mal hier auf Musiklautstärke 15. Ich hoffe, das ist jetzt endlich für euch angenehm. Dankeschön, Vauwen, auch an dich für 20 Monate. Dankeschön. So, also, denn, wie gesagt, wir brauchen natürlich Nahrung. Das ist jetzt hier gerade eben in unserer Situation das Haupt- und einzige Attribut oder das einzige Bedürfnis, das unsere Bevölkerung hat, damit es wächst. Das Ganze kann natürlich variieren von Bevölkerung nimmt ab, weil ihre Bedürfnisse gar nicht erfüllt werden. In unserem Fall würden sie verhungern. Oder aber bis zu plus 200% Wachstumsgeschwindigkeit, was wir anhand dieses Balkens sehen und dann hier auch anhand dieser Zahl. Umso mehr Bevölkerung wir haben, desto mehr Bedürfnisse entwickeln sich in einer Stadt. Also das ist nicht global, sondern jede Stadt für sich hat dann quasi einen bestimmten Schwellenwert an Anzahl von Bevölkerung und dann kommen mehr Bedürfnisse dazu. Zum Beispiel Wohnraum oder später Sauberkeit oder später dann nochmal Luxusgüter. Das kann ich euch jetzt schon mal spoilern. Und Glaube, sobald man eine Religion hat. So viel kann ich euch schon mal voraussagen. Aber zunächst stehen wir damit noch sehr, sehr am Anfang. Dann können wir natürlich entweder hier klicken oder wir klicken hier, um in unserer Stadt etwas zu bauen. Und ich bin jetzt der Meinung, dass es vielleicht gar nicht so blöde wäre. Ja, einen Palisadenzaun zu bauen ist nie dumm. Regierungs-EP ist aber auch nicht dumm. Ich mache jetzt erstmal die Regierungs-EP. Warum mache ich die Regierungs-EP? Das hier ist unsere Regierung. Na, da können wir entweder hier einen Siedler erstellen für 30 Punkte. Das heißt, wir wollen natürlich ein möglichst hohes Einkommen haben, um einen baldigen Siedler zu bauen.
Oder wir können hier im Stammestum uns verbessern. Zum Beispiel noch mehr Nahrung machen, noch mehr Wissen generieren, damit wir noch schneller forschen. Hier eine Kriegsschar erschaffen oder auch noch mehr Verbesserungspunkte. Und last but not least hier noch mehr Innovationen und Kultur pro Runde generieren. Und uns es ermöglichen, dass wir eine friedliche Revolution haben. Also dass wir das Stammestum dann in eine höhere Regierungsform überführen. Wenn wir das hier nicht machen, haben wir nur die Wahl, eine blutige Revolution zu machen. Und die bringt uns Chaos. Aber dazu später mehr. So, wir schauen uns jetzt derweil erstmal um. Und gehen mal zu spazieren mit unseren Leuten. Wir haben nämlich hier schon mal ein paar Kriegerlein an der Stelle. Mit denen wir mal schauen können, was hier auf der Welt so los ist. So, und später können wir jetzt auch noch hier, daran sieht man, dass wir eine Stadt errichten. Die Anzahl der Städte, die wir uns um unsere Hauptstädte herum gründen können, steigt mit der Zeit. Also das muss man unterscheiden im Vergleich zu anderen Spielen, die ihr vielleicht kennt. Wir haben also quasi immer Hauptstadtregionen. Das ist die Hauptstadtregion mit der Hauptstadt. Und wir können noch so kleine Städtchen hinbauen an strategisch wichtige Orte und die boosten und buffen dann quasi unsere gesamte Region noch mehr. Also das kann man sich so vorstellen. Das hier ist ein Landkreis mit der Landeskreishauptstadt. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, wie das hier, nennen wir es Bayern. Und das wäre München. Nur so als Beispiel. Ne? Und dann kann man noch sowas wie Augsburg, Nürnberg und was weiß ich was drumherum bauen. Nur damit ihr so ein Gefühl habt. So, jetzt beenden wir mal die Runde. Das wird sich später für euch, glaube ich, noch sehr, sehr gut aufschlüsseln. So, wenn wir das alles sehen können. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr bergiges Gelände. Hügelig, das ist sehr, sehr cool. Man sieht hier übrigens auch schon, na, hier wie der Einfluss, warte mal, ich muss mich gerade mal kurz mal ausblenden. Man sieht hier zum Beispiel schon mal, na, wie sich unser Einfluss schon ausbreitet in diese Region. Und wenn wir das dann hier quasi gefüllt haben, dann nehmen wir dieses Gebiet ein. Hier zum Beispiel haben wir das natürlich noch nicht. Und je nachdem, was für eine Region das ist, wir sehen können, ist das günstiger oder teurer. Hier zum Beispiel das Buschland ist deutlich günstiger. Das kostet fast nur die Hälfte im Vergleich zum Beispiel zu diesem Hügelland. Und auch das hier ist ein bisschen günstiger als das Hügelland, wie ihr sehen könnt. Also es ist, am billigsten ist es, glaube ich, wirklich in Grasland hinein zu expandieren. Dieses Glück haben wir aber gerade eben nicht. Und hier mit Wasser, wie ihr sehen könnt, das ist sogar besonders teuer. Da können wir kaum gerade eben. Aber irgendwann mal werden wir rein expandieren. Und das können wir halt mit diesen Einflusspunkten pro Runde verbessern. So, wo gehst du jetzt hin, mein Bester hier? Du gehst jetzt mal... Also, wir haben hier definitiv nicht sehr, sehr viel Platz zum Tanzen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also, nächste Runde. Hallöchen, Klausek. Upsala, bin ich ein bisschen spät. Zum Abstimmen auf jeden Fall. Also das Coole an der ganzen Sache ist, dass dieses Gelände halt super ist, wenn wir später Gold machen wollen oder Minen. Ne? Das ist absolut ideal. Da können wir richtig was machen und wir sind hier so richtig schön eingesperrt. Und ich meine das wirklich richtig schön, weil man dadurch jetzt hier halt Engstellen hat, die man sehr, sehr gut verteidigen kann, wenn man alles richtig macht. Nein, das kann man nicht so wirklich, Senpok Jakob. Das kann man nicht so wirklich. Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Du kannst allerdings durch bestimmte Entscheidungen, also später, wenn du neue Domänen hast, kannst du zum Beispiel sagen, dass deine Leute Waldbewohner sind. Und dann bekommst du einen fetten Bonus darauf, dich in den Wald auszubreiten. Oder Hügelbewohner, dann breiten sie sich eher in den Hügel aus. Oder dass sie eher gekonnte Seefahrer sind, dann sind sie besonders gut darin, Ozeanbereiche. Das ist also alles passiv, aber du kannst mit einer strategischen Entscheidung eine Richtung vorgeben, wo du dich tendenziell eher hineinbewegst. Bist du also sehr, sehr viel im Wald umgeben, dann nimmst du natürlich Waldbewohner. Und dann breitest du dich relativ schnell im Wald aus. Was andere Nationen dann in dem Moment nicht so gut können. Genau, es ist ein passives Vorausplan. Also wirklich eher strategisch, weniger taktisch. Also ein richtiges Strategiespiel in dem Sinne. Ah, guck mal, hier sehen wir schon Grenzen. Das sind neutrale Städte. Und die haben auch eine weitere Ressource. Das sieht aus wie Oliven. So, wo geht der jetzt hin? Oh, und da haben wir schon mal ein Dorf, ein Barbarenlager. Dieses Barbarenlager werde ich aber mit diesen Jungs hier wahrscheinlich nicht schaffen. So. Muss ich wohl damit leben. Aber wenn wir das hier erobern, dann bekommen wir einen Bonus. Also dann, darüber könnten wir uns dann tatsächlich auch freuen. So, jetzt haben die ersten drei Punkte. Wir brauchen 6 für ein Jagdlager. Die ersten 3 Verbesserungspunkte. Noch 3 mehr. Dann bin ich ein glückliches Merb. So, ich zeige euch mal gerade eben, wie der Kampf funktioniert. Der Kampf ist komplett, ja, wie soll ich sagen,
du hast da keinen Einfluss drauf. Also die kämpfen automatisch. Man kann sich das angucken, muss es aber nicht. Ne? Also ich zeige euch einfach mal gerade eben, wie es abläuft. Irgendwann mal quasi haben also die alle ihre drei Aktionen benutzt und dann ist für diese Kampfrunde der Kampf vorbei. Das Blaue ist die Moral. Die Einheiten verlieren jedes Mal Moral, wenn sie geschlagen werden. Und das Rote ist Lebenspunkte. Ne? Wenn die Lebenspunkte raus sind, sind sie tot. Wenn eine Einheit keine Moral mehr hat und wird nochmal angegriffen, ist sie tot. Also da können auch gesamte Armeen sofort tot sein. Wenn die keine Moral mehr haben, dann geben die einfach auf. So, ihr seht, ne, ich kann es hier mit einem einzelnen Barbaren hier überhaupt nicht angreifen, weil der erstmal nur das Tor verhaut und der Soldat von drinnen, der kann die ganze Zeit auf mich straflos einhauen. Also ihr seht, das war keine so gute Idee. Wir werden also mit dem hier erstmal wieder zurückgehen, weinen und unsere Wunden lecken. Hier haben wir auch Barbaren jetzt schon am Start und es sei an dieser Stelle erwähnt, dass dieses Gelände hier auch, wie ihr sehen könnt, Verteidigungsboni bringt. Also wenn ich jetzt hier angreifen würde im Hügelgebiet, würde der Feind, der verteidigt, seine Verteidigung mal 1,2 bekommen. Also er hätte einen Bonus von 20%. Das war ungefähr auch genau das gleiche, was wir hier gerade eben gesehen haben. Das heißt, ich werde hier nicht angreifen, obwohl ich hier mehr Kampfpunkte habe und werde ihn kommen lassen. Zumindest, wenn mir das gestattet ist. Diese Stadt hier werde ich natürlich auch noch nicht angreifen. Das ist auch keine so gute Idee. Und jetzt können wir unsere erste Kulturkraft hier jetzt machen. Da haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Für das Kämpfen habe ich jetzt hier schon mal die Möglichkeit, jetzt hier, also wir bekommen jedes Mal hier im Grunde Sachen geschenkt. Diese Kultur tickert die ganze Zeit durch. Immer wieder. Das wird zwar immer teurer, umso länger wir spielen, aber wir bekommen auch immer mehr Kulturressourcen, Crates, wir generieren immer mehr Kultur und gleichen dann sozusagen die Kosten aus. Und dann haben wir jetzt halt einfach die Wahl zu sagen, wir gründen jetzt eine Stadt. Das werden wir auch wahrscheinlich jetzt hier tun. Die Frage ist bloß, wo? Ich denke, dass ich diese Stadt hier oben gründe. So, und jetzt habe ich hier Karlskrona gegründet dadurch. Und jetzt können wir auch von Karlskrona aus Boni bekommen. Das sorgt auch dafür, dass wir nochmal ein bisschen mehr Geld machen. Und jetzt wird die Stadt sich eventuell noch in diese Richtung relativ schnell ausbreiten, wenn wir Glück haben. Hier das Grasland zum Beispiel, wie ihr sehen könnt. Hier 1,56 von 2,18. Das könnte also sehr, sehr schnell sein, dass wir das bekommen. Hier sehe ich allerdings noch nichts in der Richtung. Ja, doch, das hier werden wir auch noch schnell recht bekommen. Okay, wir beenden die Runde. Die hätten besser eine Drehtür einbauen sollen, ja, wahrscheinlich. So, jetzt kann er hier nach Karlskrona gehen. Was übrigens wichtig zu wissen ist, diese kleinen Siedlungen hier haben niemals Mauern, aber sie haben auch Pops, also Soldaten, die im Zweifelsfall das Ding verteidigen. Es sind bloß deutlich weniger als hier. Also man kann solche Städte auch als Verteidigungspunkte tatsächlich nutzen. Das ist dann gar nicht mal so blöd. So, wo gehst du noch hin? Jetzt möchte ich, dass du hier noch hochgehst. Das ist auch ein Barbarenlager. Ich habe aber auch ein Glück hier. Okay, es gibt nämlich auch Lager, die neutral sind und die dann mir nicht auf die Finger hauen wollen. So, Stammestum. Ich spare auf die 20 hier, damit ich die Forschung haben kann. Es ist ein Civ-like. Es ist definitiv ein Civ-like. Das ist auch definitiv so angekündigt. So, bloß halt mit einem anderen Kniff. Oh Gott, die haben schon wieder Barbaren hier. Okay, wir sind umzingelt von Barbaren. Ne, das sind gar keine Barbaren. Das ist sogar eine richtige Siedlung. Stimmt. Das ist eine richtige Siedlung. So, und wir haben jetzt hier unsere erste Technologie, den Ackerbau, erforscht. Der Ackerbau bringt uns jetzt hier erstmal den Nahrungsvorrat. Das ist etwas, was wir bauen können in unserer Stadt. Der sorgt dafür, also der braucht Regionslevel 1. Die Regionen haben Level. Und je nachdem, welchen Level du hast, kannst du Sachen reinbauen oder halt noch nicht. Also besonders hochwertige Gebäude kannst du in Low-Bob-Siedlungen noch nicht reinbauen. Ne, also du kannst keine Burg in ein frisch gegründetes Dorf reinbauen, nur so als Beispiel. Dann haben wir hier noch etwas, eine Verbesserung, ein Bauernhof. Der kostet 12 Verbesserungspunkte. Dann können wir auf der Landkarte hier Getreide anbauen. Dann haben wir auch tatsächlich Weizen zur Verfügung. Das wird noch besser, wenn dort schon natürliche Weizenvorkommen sind. Und dann gibt es das Ganze hier auch noch, wie ihr sehen könnt, jetzt hier mit der Plantage. Wir werden jetzt allerdings als nächstes mal den Stammesältesten machen, damit wir mehr forschen können. So, dann haben wir jetzt hier die 6 Punkte und wir holen uns jetzt hier das Jagdlager. Ihr seht schon, hier wird mir schon gezeigt, dass ich das Jagdlager hier reinmachen kann, weil ich ja auch einen fetten Bonus bekomme. Ne? Hier gibt es Wild. Und ich zeige es euch mal gerade eben. Und dadurch bekomme ich also
wenn man dieses Gebäude, irgendwelche Gebäude hinbaut, dann generieren die erstmal grundsätzlich normalerweise irgendwelche Boni oder es steht dran Arbeit. Das heißt, Arbeit findet immer dann statt, wenn einer meiner Pops, das ist jetzt dieser eine Pop, hier hingeht und dann hier arbeitet. Und die machen jetzt hier, wie ihr sehen könnt, mehr Geld und Nahrung und dadurch wachse ich jetzt hier schneller. Und habe auch jetzt hier genügend Nahrung zur Verfügung, um mein Wachstum noch weiter fortführen zu können. So, wir beenden jetzt hier die Runde. Da sind immer noch 8250 vor Christus. So, der soll sich jetzt hier erstmal hier regenerieren. Und wir können jetzt auch in unsere Stadt übrigens mal reingucken an der Stelle. Hier hat man eine Übersicht über all die Kacheln, die uns gehören. Das sind die Kacheln, die uns gehören. Und die machen auch schon, wie ihr sehen könnt, jetzt hier irgendwelche Boni. Ich kann dann auch jetzt hier zum Beispiel gucken, aha, mein einer Arbeiter, den ich hier habe, also ich habe null Arbeiter gerade eben frei, der arbeitet hier. Und wenn ich will, dass der hier nicht rausgeht, mache ich einen Haken rein. Ich kann natürlich auch sagen, komm, ich will dich woanders haben, dann habe ich den da oben jetzt hier wieder zur Verfügung oder ich packe ihn hier wieder rein und sage, mir ist ganz, ganz wichtig, dass du hier drin bleibst, damit ich jetzt hier diese beiden Ressourcen, einmal Knochen, das bringt mir Geld, und einmal Fleisch hier habe, was mir drei Nahrung bringt. Ein weiterer Kniff dieses Spieles ist, und das unterscheidet es von allen anderen, die ich bis jetzt gesehen habe, diese Art, du kannst dieses Fleisch später veredeln. Du kannst es also quasi zu einer Delikatesse umwandeln und dann produziert es noch mehr Boni, noch mehr Nahrung und vielleicht nicht nur Nahrung, sondern sogar vielleicht Geld oder sogar Luxusgüter. Solche Sachen sind dann im späteren Spielverlauf wichtig. Also ihr könnt diese grundlegenden Ressourcen, die ihr überall auf der Karte findet, zum Beispiel Fisch oder wie gesagt hier Jagdgut oder auch Holz, all das könnt ihr im Grunde verbessern durch solche Gebäude und wenn dann ein entsprechender Pop drin arbeitet, dann wird dieser Effekt aktiv und so skalieren sich die ganzen Sachen nach oben und ihr könnt dann auch sehr, sehr gut Tall spielen, wie ich schon festgestellt habe. So, aber wir machen jetzt hier erstmal weiter. Gucken mal, was es jetzt hier alles noch gibt. Also es scheint hier eine sehr, sehr enge Insel zu sein. Irgendwas ist ja immer. Wir haben jetzt aber auch schon den zweiten Pop, Freunde. Und der zweite Pop, ich glaube, der arbeitet gerade eben hier. Ne? Wir werden es später noch sehen. Ganz genau, es ist ein 4X-Game mit Produktionsstraße. Ganz genau, das fasst es super zusammen. So kann man das sehen. Das ist nicht, also das kommt nächste Woche, am 26. kommt es raus, soweit ich weiß. Hera, am 26. kommt es raus. So. Der muss ja immer noch kurz heilen. Also ich muss an dieser Stelle sagen, ne, das Spiel hat in der Tiefe seine Stärke. Also wenn ihr ein Spiel sucht, also es ist halt typisches Paradox-Game im Grunde, auch wenn es nicht von Paradox selber gemacht wird, sondern von C-Prompt Games. Paradox Publishes, aber es ist einfach von der Komplexität her ein typisches Paradox-Spiel. So, wir holen uns jetzt hier den Dolmen. Der Dolmen sorgt dafür, dass wir noch mehr Einfluss generieren und uns noch schneller in der Region ausbreiten können. Wobei, nee, das bringt mir eigentlich noch gar nicht so viel. Lass uns erstmal den Nahrungsvorrat machen. Nahrungsvorrat ist gerade fast wichtiger, damit wir schneller mehr Pops bekommen. Genau, übernächste Woche. Ja, also so eine gute Woche. Ja, okay, du hast recht, es sind fast zwei Wochen. Es sind fast zwei Wochen. So, als nächstes spare ich übrigens auf den Förster. Dann kann ich hier nämlich in diesem Wald Holz abbauen. Na, bis jetzt arbeitet hier noch einer im Wald, aber der sammelt bis jetzt eigentlich nur Nahrung. Aber das kann man noch viel effizienter gestalten. Wobei ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass es sinnvoller wäre, wenn der hier wäre. Wobei, nee, der macht hier noch Produktion. Der macht Produktion und Nahrung. Ja doch, dann lassen wir ihn gerade eben nochmal hier drin. Da haben wir jetzt 150% Nahrungsproduktion. So, der Kollege hier geht jetzt hier nochmal zurück. Geht dann hier nochmal rein. Und du gehst hier nochmal hoch. Hallöchen Marunga, willkommen. Und Destroyer ebenso, willkommen. So, dann gehst du nachher hier hin. Da sind die ja schon wieder. Niemand hat sie eingeladen. Es gibt übrigens sogar Wälder, die sind so dicht, dass man da nur mit einer bestimmten Technologie rein kann. Also da gibt's, die haben hier wirklich an viele Sachen gedacht, dass du dann halt, wenn du einen bestimmten Vorteil wählst und die anderen haben den nicht gewählt, dann hast du da halt auch einen massiven Vorteil. Du könntest zum Beispiel also in einem tiefen Wald, also die heißen Dschungel oder tiefer Wald, könntest du deine Armee reinstellen, weil du die Technologie hast und der Feind kann dich nicht reinverfolgen.
aber du kannst raus angreifen und kannst drin stehen bleiben. Das ist sehr, sehr mächtig. Also kann theoretisch quasi ein Wald deine Festung werden. So. Nächste Technologie. Ah, sie haben den Stammesältesten jetzt hier. Jetzt können wir theoretisch ein weiteres Gebäude dafür richten, aber ich möchte jetzt hier noch als nächstes die Arbeiter machen. Wir werden alle Technologien mitnehmen. Ja, wir klicken uns jetzt einfach mal schnell hier durch. Na also, noch mehr Gelände. Dann gehst du hier hin. Und da haben wir jetzt zum Beispiel mal Fisch jetzt hier gefunden. Du gehst hier in den Wald. Dann möchte ich, dass du nachher noch weiter gehst. Ja, also der Anfang ist tatsächlich, also tatsächlich nicht so unbedingt der Hit, ne? Also, aber es wird immer, das Spiel wird immer besser, umso breiter du dich quasi später entwickeln kannst. Also die Tiefe kommt, sage ich jetzt mal so, ab Zeitalter 3. Da fängt die Tiefe des Spiels an und da holt es mich schon wirklich ab. Hier haben wir Trauben und hier haben wir, was ist das hier? Marmor, oder? Marmor, ja. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich könnte jetzt hierher gehen. Ich muss das sowieso zuerst machen. Wissen oder... Nee, ich will die Verbesserungspunkte haben. Ja, okay, ich habe mich entschieden, was ich jetzt hier tue. Ich habe mich entschieden. Wir machen jetzt hier 2 Verbesserungspunkte pro Runde. Und theoretisch kann ich erschafft eine Kriegerschaft, eine Hauptstadt. Ja, komm, dann haben wir einfach das alles jetzt hier schon mal abgeschlossen. So. Wir haben wieder eine Kulturkraft, die wir machen können. Da kann ich jetzt eine Armee aufstellen, weil ich kann keine weitere Stadt machen. Oder wir machen lokale Reformen. Wir machen eine Armee. Wir machen ganz, ganz klar eine Armee. So, jetzt haben wir nämlich hier ein paar einfache Dudes und mit denen können wir jetzt hier demnächst sogar schon kämpfen. Also etwas erobern. Das Waldgebäude kann ich, glaube ich, erst bauen, wenn ich 12 habe. Jagdlager bringt mir noch nichts. Das bringt mir erst dann was, wenn ich also hier zum Beispiel wäre. Also ich kann natürlich auch noch mehr Jagdlager bauen, aber ich würde das Jagdlager gerne hier bauen. So, hier wurden wir gerade eben angegriffen von diesen komischen Barbaren. Ne, das kann man jetzt hier beschleunigen. Da sieht man, dass die sich ganz schön verheizt haben. Das lief für die nicht so gut. Also wir gehen hier wieder rein, dass die sich jetzt hier kurz wieder heilen. Du gehst hier mal weiter. Du kannst hier noch weitergehen. Ich habe halt noch leider keine vollwertigen Scouts. Weswegen wir, da kommen ja schon wieder welche. Weswegen wir da ein oder zwei Problemchen haben. Mit der Bewegungsreichweite. Oh, da sind nochmal welche. Das ist sogar eine große Armee von denen. Das könnte jetzt das Ende meiner Truppe hier sein. Oh, wir haben ein Naturwunder entdeckt. Da muss ich drauflaufen. Das ist tiefer Wald, da kann ich nicht rein. Okay, wir wissen, da ist ein Naturwunder, aber ich kann nicht rein. Gut zu wissen. Dann haben wir jetzt auch schon Erkundungspunkte, wie ihr es hier gerade eben sehen könnt. Also ihr seht, die Domänen entfalten sich jetzt hier so langsam aus hier. Nur Späher können Wunder aufdecken. Ah, okay, das macht Sinn. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Au, 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 au. Unsere Jungs leben noch. Ja, die sollen wir jetzt hier besser flüchten. Die sollen jetzt immer besser flüchten, würde ich mal sagen. Hier haben wir auch gerade eben nochmal einen Kampf gehabt, den wir aber ignorieren. Unsere Jungs sind jetzt wieder am Start. Und wir haben nun die Arbeiter. Wir können jetzt also theoretisch eine Lehmgrube machen, die uns Lehm ermöglichen würde. So, wir könnten jetzt in das nächste Zeitalter gehen, aber das machen wir noch nicht. Wir holen uns jetzt hier das Auskundschaften. Dann schalten wir nicht nur, wie ihr sehen könnt, einen Wachturm frei, den wir bauen können, sondern wir können dann auch ganz offiziell die Späher rekrutieren. Als nächstes würde ich jetzt dazu raten, hier das Wissen hier zu nehmen mit dem Rad. Ja, also die Kampfanimationen sind tatsächlich... sei ich jetzt mal gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, ich klick's meistens auch weg. Tatsächlich interessiert mich die Spieltiefe, Leute. Ne? Mich interessiert die Spieltiefe. Bleiben wir fair, dieses Spiel hat andere Qualitäten. Okay, nächste Runde. Wir breiten uns immer weiter da oben hin aus. Und die wollen uns immer mehr auf den Pelz rücken.
Dann müssen wir jetzt mal hier für Hilfe sorgen. Achso, ja, jetzt kann ich endlich das Holz machen. Also, wir machen jetzt hier die Försterei. Die ist jetzt hier am Start und wir könnten noch was Drittes errichten. Boah, was machen wir noch hin? Ich bin ein Fan von dem Gedanken zu sagen, ein Bauernhof. Aber dafür brauche ich nochmal zwei. Dann produziere ich nämlich Weizen und Weizen produziert nochmal drei Nahrung. Oder man macht eine Lehmgrube. Eine Lehmgrube bringt noch mehr Produktion und noch mehr... Ich glaube, ich nehme erstmal die Lehmgrube. Die wäre vielleicht fast wichtiger. Was kann ich eigentlich hier oben machen? Da kann ich noch gar nichts machen. Okay, ich habe noch nichts, was ich da oben bauen kann. So, jetzt haben wir die 12. Also ich glaube, ich mache erstmal eine Lehmgrube. Kann man auch später wieder abreißen, ne? Aber ich möchte jetzt hier 3 Punkte pro Runde machen. Weil ich der Meinung bin, dass also diese Konstruktions-, also diese Verbesserungspunkte, die sind sehr, sehr wichtig und mächtig. So, ihr kehrt es danach hier wieder zurück. Du gehst jetzt hier nochmal hin. Oh, und irgendein anderes Reich, das erfahren wir jetzt auch, welches Reich, ist bereits schon Griechenland. Griechenland ist schon ins nächste Zeitalter, ins Bronzezeitalter vorgedrungen. Im Zeitalter der Bronze, neue Nationalgeister freigeschaltet. Vasallenintegration ist im Zeitalter der Bronze 2-mal schneller. Vorausgesetzt, wir hätten Vasallen. Barbaren Kriegsherren können erscheinen. Innovations- und Chaosereignisse können auftreten. Handels- und diplomatische Gesandte sind verfügbar. Ja, also die haben es jetzt hier schon geschafft, quasi ein Zeitalter weiterzugehen. Haben also jetzt auch schon vielleicht neuere, bessere Technologien zur Auswahl im Vergleich zu uns. Ich glaube, also ich will jetzt auf jeden Fall erstmal dieses Barbarenlager da oben vernichten, wenn die da oben jetzt so weit sind. So, wir haben jetzt die 20 Regierungspunkte. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir nehmen jetzt hier nochmal plus 1 Wissen. Dann leveln wir jetzt ja auch unsere Technologien schneller. Und wir haben immer noch nur 3 hier. Aber hier, ich stelle es auch gerade eben jetzt hier schon mal bei meiner Stadt ein, dass die hier alle fest drin arbeiten sollen. Also der hier soll fest drin arbeiten und der hier soll fest drin arbeiten. Ihr seht, die machen jetzt ja auch keine Nahrung mehr hier. Die machen jetzt nur noch Holz und Holz ist einfach nur noch Produktion. Aber wir können später das Holz zu Brettern verarbeiten und die Bretter dann noch zu anderen Dingen, um dann noch mehr Boni zu generieren. So, also im Grunde so ab dem Eisenzeitalter, sage ich jetzt mal, fängt dieses Spiel an wirklich zu glänzen. Hello there, da ist doch endlich mal etwas, was ich haben will. Und jetzt haben wir einen Scout. Und Scouts können halt doppelt so weit sehen. Das ist schon sehr, sehr geil. So, du gehst jetzt hier hin. Wir können wieder eine Tech wählen und wir nehmen alle Technologien mit, wie gesagt. Jetzt holen wir uns noch die Verteidigungsfähigkeit, um dann den Verteidigern der Hauptstadt, also dass die Hauptstadt noch mehr Verteidiger hat. Dann bekommen wir Bogenschützen, wir bekommen sogar einen Bogenschützen geschenkt durch diese technologische Forschung und bekommen einfach mal ein paar Kriegs-EP. Und dann haben wir gar keine Mahl mehr, dann müssen wir ins nächste Zeitalter. Ja, ja, mit dem Scout werde ich auch noch das Wunder entdecken, keine Sorge, das machen wir auch noch, aber alles zu seiner Zeit. Das hier ist auch ein wichtiger Bonus hier. So, du kannst jetzt schon mal hier hingehen. Hier hingehen. Wir sind noch nicht sehr schnell hier im Gelände unterwegs. So, nächste Runde haben wir wieder ein Gebäude, weil ich hier dann Nahrung mache. So, wir haben wieder 12 Punkte, einen Pop frei. Und dann werden wir jetzt hier einen Bauernhof machen. Dieser Bauernhof bringt uns Weizen und dadurch haben wir jetzt hier wieder 150% Nahrung am Start. So, du gehst jetzt hier... Oh, warte mal, ich habe eine geile Idee. Du gehst hier raus... Wir nehmen diesen Bogenschützen mit. Jetzt haben wir 2 Nahkämpfer und einen Bogenschützen. Und damit werden wir das da oben jetzt hier mal hops nehmen, das Teil hier. Wir brauchen echt satte 5 Turns dahin. Was kann ich hier noch reinmachen? Bei dem Hügel kann ich immer noch nichts reinmachen. Okay, aber du kannst jetzt hier noch hingehen. Oh, das ist ein Problem unter Umständen. So, und jetzt gehen wir schon weiter ins Bronzezeitalter. Das geht jetzt hier gerade eben Schlag auf Schlag. Ja, ich weiß, Barbaren beim Kundschafter. Da kommen wir jetzt gerade eben leider nicht mehr durch. Also muss der jetzt hier erstmal weg. Und wir gehen schon mal hier hin. Also wir werden hier mit Gewalt uns Zugriff verschaffen müssen, in jeglicher Hinsicht.
Unsere Siedlung ist hier fertig. Jetzt wird es langsam aber sicher Zeit, dass wir bei so vielen Barbaren einen Palisadenzaun errichten. Der Wachturm sorgt übrigens dafür, dass man auch dann auf Armeen außerhalb des Kampfes um die Stadt herum schießen kann. Den machen wir dann als nächstes. Wenn man Shift gedrückt hält, kann man eine neue, in die Kette ein weiteres Gebäude hineinsetzen. Oder eine weitere Produktion ganz allgemein. So, nochmal in die nächste Runde gehen. Ob ich leiser bin als sonst? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, die haben jetzt 30, wir haben 34. Ich werde es tatsächlich... Eigentlich wollte ich mir das gar nicht angucken. Ich wollte mich jetzt hierhin zurückziehen. Und wenn die kommen, sollen sie halt kommen, ne? So, ich kann gleich nochmal eine Kulturkraft starten. Und jetzt sind wir im Bronzezeitalter. Dadurch können wir jetzt einen Nationalgeist wählen. Ihr seht es hier, wir haben jetzt hier also neu verfügbare Domänen, Diplomatie und Ingenieurskunst. Dann gibt es hier, wie gesagt, einen neuen Nationalgeist. Und das Handelssystem. So Leute, ihr seht das jetzt hier, das ist unsere neue Domäne. Und jetzt ist die große Preisfrage. Was macht denn Sinn in unserer aktuellen Lebenslage? Zunächst einmal der gesamte Überblick. Es gibt mehrere Nationalgeister, die euren Spieldurchlauf immer wieder verändern. In Zeitalter 2 kommt einer hinzu, da könnt ihr was wählen. In Zeitalter 4 kommt dann einer hinzu, das sind dann andere, das sind dann nicht mehr dieselben logischerweise. Zeitalter Nummer 6, das können wir sogar theoretisch auch noch sehen, kommt auch noch irgendeins dazu. Und dann, das können wir heute leider nicht mehr sehen, das können wir erst ab Release sehen, im Zeitalter 8. So, wir können uns erstmal angucken, was wir hier tatsächlich gerade eben für ideale Nationalgeister haben. Also man kann erstmal reingucken, was die alles so können. Die hier sind zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, jetzt hier alte Seefahrer. Also bei denen dreht sich alles so mehr oder weniger darum, wie ihr sehen könnt, dass wir halt hier bessere Schiffe haben. Oder dass wir... dass die Schiffe weniger kosten. Wir haben eine schnellere Expansion ins Wasser hinein und so weiter und so fort. Hier gibt es mehr Sichtweite, bla 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 bla. Wenn man jetzt hier auf Auswählen klicken würde, hätte man es ausgewählt und dann wären wir das. Wir können aber auch zum Beispiel die Naturalisten nehmen. Das sind die, die gerne im Wald wohnen. Die haben jede Menge Boni im Wald. Die sind da richtig, richtig stark. Dann gibt es die wilden Jäger. Da kann man hier einen besonderen Bogenschützen freischalten, den Bogenjäger. Dann gibt es hier Elefanten als Ressource, die man dann jagen kann. Dann gibt es, reduziert die Kosten um ins Buschland. Wir haben aber nicht wirklich Buschland, also bietet sich das für uns eigentlich kaum an. Nahrung, wenn man hier Fleisch pökeln möchte. Nahrung, also hier könnte man zum Beispiel wieder sehen, Fleisch pökeln. Das kann man halt nur dann, wenn man halt diesen Nationalgeist gewählt hat. Also, was haben wir noch? Wir können auch Krieger werden. Bei den Kriegern dreht sich halt alles darum, halt starke Spartiaten aufzubauen, die halt so gut wie gar keine Kosten haben. Also sehr, sehr elitäre Nahkämpfer, die halt für dieses Zeitalter sehr, sehr tough sind. Ihr seht, wir bekommen krasse Verteidigungswerte und so weiter und so fort. Dann gibt es die Plünderer. Das ist im Grunde auch so ein kriegerisches Teil. Bloß wenn man halt eher andere überfallen will, um sie auszuplündern. Da gibt es auch sehr, sehr starke, günstige Einheiten, die man mit der Zeit hier mit den Punkten verbessern kann. Dann gibt es hier die Gottkönig-Dynastie. Da, das wäre für uns jetzt absolut ideal. Wisst ihr warum? Reduziert die Kosten für die Expansion in Hügel. Das wäre genau das, was wir brauchen, um diese Insel uns zu holen. Also wir haben jetzt momentan zwei Möglichkeiten, also aus meiner Sicht, die logisch wären. Entweder die Seefahrer oder wir machen die Hügel-Affinität. Wir können ja mal ganz, also sobald ich jetzt gleich alle vorgestellt habe, können wir einen kleinen Poll machen, aber noch nicht sofort. Also erst will ich alle vorgestellt haben, vielleicht ist noch ein dritter dabei, der interessant wäre. Dann, wie ihr sehen könnt, bekommen wir hier auch noch Boni auf Steinmetze und Steinbrüche. Kalkstein können wir hier, wie ihr sehen könnt, in der Stadt bekommen. Baukosten für Steinmauern gehen zurück und so weiter und so fort. Wir können eine Pyramide herstellen, wenn wir das wollen. Die schwedischen Pyramiden, wer kennt sie nicht?
Oder wir können die Hügelbauer machen. Das Lustige an den Hügelbauern ist, die haben eigentlich tatsächlich mit Hügeln eigentlich gar nichts am Hut. Also die haben eigentlich eher mega fette Kulturboni. Und haben, wie ihr sehen könnt, eher Boni auf Expansion ins Grasland hinein. Das kommt, glaube ich, eher von den Grabhügeln, die sie erstellen. Aber nicht, dass sie wirklich in Hügeln wohnen. Und das letzte wären hier noch die Olympioniken, die ihr sehen könnt. Die Olympioniken sind, ja, eher so mit Diplomatie und mit Gesandten unterwegs, haben aber keinen so wirklichen Bonus auf irgendeinen Untergrund. Deswegen ist die Frage an euch, Leute. Einen einminütigen Poll, entweder Gottkönig-Dynastie für Hügelboni oder alte Seefahrer für Meeresboni. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Wir können euch gerade mal reingucken, ne? Also hier Ruf zur See, reduziert die Kosten, die Expansion ins Wasser. Dann hier, wie gesagt, stärkere Schiffe. Weniger Kosten für Schiffe. Dann hier mehr Sichtweite bei Anlegeplatz. Also die können dann weiter ins Meer hineingucken. Und wir haben auch mehr Produktion. Dann erfahrenere Seeleute. Nutzschiffe haben mehr Bewegung, mehr Verteidigung und mehr Sichtweite. Wir können Schneckenhäuser, das ist eine besondere Ressource, die uns noch mehr Geld gibt, hier finden im Meer. Und Fischereiverbesserungen bringen noch mehr Sammelbonus beim Fischen. Das andere wäre, wie gesagt, die Gottkönig-Dynastie. Kann einer der Mods mal einen einminütigen Poll machen, bitte? Hier hätten wir bei der Hügel-Affinität, wie ihr sehen könnt, also schnelleres in die Hügel hinein expandieren. Weniger Baukosten für Steinmetze, weniger Baukosten für Steinbrüche. Kalkstein in der Hauptstadt schon mal besitzen. Weniger Kosten, 80% weniger Kosten für Steintürme und Steinmauern. Ist aber Zukunftsvision. Pyramide können wir bauen. Pyramide ist ein krasses Gebäude mit Kultur und Einfluss. Und Bestattungsriten. Wertet eine Pyramide zum Pyramidengrab auf. Pro Nation kann nur ein Pyramidengrab erschaffen werden. Pyramidengräber liefern einen höheren Ertrag als Pyramiden. Also noch mehr Einfluss, noch mehr Kultur. So, so wie es aussieht, ist tatsächlich gerade eben kein Mod anwesend, der das jetzt hier tun möchte. Okay, dann machen wir es einfach so. Haut eine 1 in den Chat für alte Seefahrer und 2 für Gottkönig-Dynastie. Machen wir es doch einfach mal so. Oh Gott, das ist sehr ausgeglichen. Ich mach's selbst. Ich mach den Poll selbst. Das ist so ausgeglichen. Welcher Nationalgeist? Fragezeichen. Seefahrer oder Gottkönig? Eine Minute go. Jetzt könnt ihr wirklich abstimmen, Leute. So macht's mehr Sinn. Wenn es 50-50 ist, dann entscheide ich einfach. Ich finde schon einen Weg, mich zu entscheiden. Tatsächlich sind natürlich für die Schweden wäre Seefahrer natürlich schon sehr geeignet. Möchte ich nicht. Der Sound kratzt. Oh je, nee, dann muss ich das sofort jetzt mal lösen. Wisst ihr, ich habe es tagelang aufgenommen und da war dieses Soundkratzen nicht der Fall. Und jetzt kommt es wieder. So. Aber so werden die Schweden jetzt hier, so wie es aussieht momentan, die Gottkönig-Dynastie annehmen. Ja, wir holen uns jetzt hier die Gottkönig-Dynastie. Also, wir haben uns entschieden. Wir wählen diese hier aus. Und müssen jetzt gucken, dass wir Ingenieurspunkte so nach und nach herbekommen. Okay. Was macht denn der hier? Das ist ein überraschend starker Dude jetzt hier gerade eben an unserer Position. Das gefällt mir gar nicht. Ich kämpfe ihn mal. Das ist ein Anführer. Ah, der tut richtig weh. Das ist eine richtig starke Unit. Zum Glück verteilt er seine Attacke jetzt hier auf mehrere Einheiten.
Au. Ja, das lief mittelschlecht. Okay. Jetzt können wir hier noch angreifen. Welches dafür? Ich beschleunige das hier mal gerade eben, ne? Wobei, ich gebe zu, ich gucke da immer wieder ganz, ganz fasziniert zu. Ich gehöre zu den Leuten, die... Also, ich mag diese Art, aber... Das erinnert mich so ein bisschen an die Spiele von früher. Okay. Also, wir haben jetzt neue Möglichkeiten. Wir können jetzt hier ein Heureka machen. Ein Heureka ist, das zeige ich euch gleich, dann beschleunigen wir eine technologische Forschung unfassbar. Ich bin jetzt allerdings der Meinung, dass wir modernere Einheiten und modernere Kriegsführung haben wollen, in Anbetracht dessen, was hier gerade eben passiert. Deswegen nehmen wir die Disziplin. Wobei Bergbau auch nicht schlecht wäre. Aber wir nehmen jetzt erstmal die Disziplin in den Start. Aktivieren jetzt hier ein Heureka. Dieses Heureka wird uns einfach mal pauschal 10 Wissen schenken. Achtet mal auf diesen Balken da oben. Und schon haben wir 2 Runden gespart. So, jetzt haben wir übrigens neue Spielfunktionen da oben. Das da, das ist Innovation. Innovation hätten wir jetzt gerade eben auch nehmen können, was ich auch in Zukunft noch nehmen werde. Das sind besondere Boni, die man im Grunde nur dadurch bekommt, indem man eben Innovationspunkte über die Kultur oder andere Events, aber meistens sind es über die Kultur ansammelt. Da kann man dann zum Beispiel ein Weltwunder wie den Koloss von Rhodos oder sowas in der Art und Weise bekommen. Oder man kann einen Bonus bekommen, dass die Pflugscharen für seine Felder besser sind und dass man dadurch einen Bonus bekommt. Also, das ist total random. Oder man hat immer die Wahl, wenn man diesen Bonus nicht haben will, kann man sagen, ich nehme Gold. Anders gibt es allerdings auch noch die Chaospunkte. Chaospunkte entstehen immer dann, wenn man im Konflikt mit einer anderen Nation steht oder wenn deine eigenen Länder Unruhen generieren. Und wenn da zu viel Unruhe generiert wird, kann es zu Krankheitenausbrüchen kommen, also zu Pestepidemien, es kann zu Naturkatastrophen kommen oder auch zum weiteren Auftauchen von jede Menge Barbarenhorden, die uns ans Leder wollen. Das trifft es eigentlich ziemlich genau, ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, nächste Runde. Nein, ich versuche das Chaos zu vermeiden. Eieieiei. Jungs, wie sieht's aus? Ich will mir gerade eben mal angucken, wie das hier gelaufen ist. Eieiei. Jetzt bin ich gespannt, ob die das schaffen. Okay, wir haben ihn gekillt. Sehr gut. Das war super wichtig. Dummerweise sind wir jetzt hier drin und nicht mehr da, wo wir sein wollten. So, dich kann ich jetzt hier da hochschicken. Das Wunder hier entdecken. Ihr bleibt hier einfach stehen. Und wir können demnächst das Stammestum beenden. Wir haben inzwischen schon 4 Pops. 1, 2, 3, 4. 5 wären ganz gut. Dann können wir hier noch was hinbauen. Du erkennst ein System? Was für ein System? Seit wann habe ich ein System? So, Moment. Die müssen hier kurz mal stehen bleiben und sich heilen. So, jetzt gehst du mal da hoch. Na, ich kann sie sehen, sie können mich nicht sehen. Das ist das Gute gerade eben daran. Vielleicht können sie mich auch doch sehen. So, jetzt können wir mal das Naturwunder uns jetzt mal anschauen. Das hier ist... dieses Naturwunder wurde von dem Namen der Schweden entdeckt. Ich bekomme Erkundungs-EP und einen Entdecker Naturwunder. Plus 10% Kampf-EP. Sehr nice. Ein mysteriöser Dschungel. Ja, okay, der ist wirklich sehr mysteriös. Oh, und ich könnte jetzt theoretisch diesen Kollegen jetzt hier zu einem Kämpfer, also einem General aufwerten. Aber das mache ich noch nicht. Das mache ich noch nicht. So, der Rest von dem muss jetzt erstmal noch ganz, ganz kurz mal regenerieren. Bitte, bitte, bitte fliehen sie. So, man kann übrigens, also wie ihr sehen könnt, jetzt hier Punkte einsetzen. Das können aber nur die Scouts, um sich zu heilen. Oder ich kann sagen, ich möchte, dass der jetzt hier ganz schnell verschwindet. Dann portet er sich zur nächstgelegenen Stadt zurück. Beides müssen wir aber aus meiner Sicht gerade eben noch nicht tun. So, wir warten hier nochmal. Unsere Siedlung baut weiter. Wir haben gleich die Disziplin. Kriegsführung. Wir könnten Freiwillige holen, aber ich will diese Kriegsführungspunkte erstmal noch ansammeln. Und jetzt können wir das Stammestum machen. Das ermöglicht uns eine
einen friedlichen Wechsel ins nächste Zeitalter. So, sobald also jetzt hier wieder die Kultur fertig ist, können wir theoretisch dann hier ins nächste Zeitalter gehen. Aber das geht erst ab Zeitalter 3. Da sind wir momentan noch zu früh. Ja, renn mal besser weg. Und du rennst jetzt mal dahin. Oh! Und ich kann jetzt hier, wie ihr sehen könnt, diese Truppen jetzt hier zu Speerkämpfern aufwerten. Das kostet ein bisschen Kriegs-EP, die wir hier haben. Deswegen habe ich die jetzt hier gerade eben gespart. Und jetzt sind unsere Truppen nicht mehr so crappy, wie sie es gerade eben noch gewesen sind. Und können es mit deutlich mehr Einheiten aufnehmen. Denn, wie gesagt, die haben jetzt hier einen Angriff von 11 und Verteidigung von 16 und nicht mehr von 8 oder sowas in der Art und Weise. Es sind kleine Boni, aber sie sind spürbar. So, die nächste Technologie. Übrigens, wir haben auch doch bekommen, dass wir jetzt theoretisch einen Streitwagen jetzt hier rekrutieren können. Der wird uns bloß beim Hügel nicht so viel bringen. Dann haben wir sehen können die Verstärkung. Wir können jetzt also mit Kriegsführungspunkten, also außerhalb der Schlacht, können wir die Truppen mit Lebenspunkten wieder auffüllen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Gewaltmarsch zu machen. Was bedeutet das? Also wir, die Einheiten bekommen ein bisschen Schaden, ich glaube 5 oder 10% ihrer Lebenspunkte. Und können dann nochmal einen Zug machen. Also sie haben alle ihre Bewegungspunkte verloren, sie können dann nochmal ziehen. Das ist super mächtig, wenn man das macht. Und ja, wir haben jetzt unsere Armeegröße vergrößert, was es bedeutet, dass unsere Einheiten, unsere Armeen aus 4 und nicht mehr aus 3 Einheiten bestehen können. So, als nächstes, nachdem wir jetzt hier die Disziplin gemacht haben, schauen wir uns mal nach rechts hier. Ne? Wir könnten theoretisch ein Zeitalter der Helden hierher erschaffen, wenn wir noch 2 weitere Naturwunder entdecken. Dann können wir ein Zeitalter der Helden machen. Oder wenn wir feindliche Spielereinheiten, also nicht jetzt Barbaren, sondern von anderen Nationen, 6 Stück vernichten, dann können wir auch ein Zeitalter des Blutes auslösen, wo alle miteinander im Krieg sind. Alle. Das ist ein World War Zero oder sowas in der Art. Wenn nichts davon passiert, bleibt uns hier das Zeitalter des Eisens. Also im Grunde das ganz normale Frühmittelalter, wenn ihr so wollt. Ich bin jetzt der Meinung, aufgrund unserer aktuellen Ausgangslage wäre ein Bergbau sehr, sehr gut für uns hier. Bergbau wäre toll. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, hier eine Behausung zu machen. Brauchen wir noch nicht, das bringt Wohnraum. Oder nochmal einen Bauernhof. Wir machen nochmal einen Bauernhof hier hin. Für noch mehr Nahrung hier. So. Kann ich jetzt hier mal... Ne, Truppen, keine Kriegsführung. Gewaltmarsch, Freiwillige. Ne, das geht alles gerade eben nicht. Schade. Der Wachturm, den kann ich auch noch nicht. Ich kann auch noch nicht beschleunigen. Das kommt alles erst noch mit der Zeit. So, also, wenn ihr jetzt da hochgeht, Freunde, hoffe ich, dass ihr jetzt endlich den da oben auslöschen könnt. Du heilst hier gerade eben nochmal. Du gehst jetzt hier in den Wald hin und hältst einfach hier die Stellung. Und unsere Hauptsiedlung ist jetzt gerade eben untätig. Ich bin ein Fan davon, nochmal einen Bogenschützen zu machen. Und nach diesem Bogenschützen hätte ich ganz, ganz gerne... Ah, das Arbeitslager wäre... Ne, dann machen wir jetzt das Dolmen, damit wir noch schneller unsere Gebiete jetzt hier uns ausbreiten. Genau, das Stammestun habe ich jetzt abgeschlossen. So, wie gesagt, jetzt holen wir uns eine Attacke nächste Runde auf den Kollegen. Hier hat es einen Kampf gegeben, den haben wir gewonnen. Das heißt, du heilst dich jetzt nochmal ganz, ganz kurz... Du kannst jetzt ja auch wieder zurückgehen und heilen. Wie gesagt, den Kampf müssen wir uns nicht unbedingt angucken. Wir sehen ja, dass wir ihn gewonnen haben. Stammesarmee aufstellen. Nee, ehrlich gesagt sind mir meine Punkte dafür gerade eben zu schade. Also meine Stammespunkte, meine Regierungspunkte sind mir dafür zu schade. So, jetzt kann ich endlich hier runtergehen. Der Bogenschütze ist gleich ready. Ich kann einen davon jetzt hier tatsächlich zu einem General befördern. Komm, ich mach das mal. So, jetzt habe ich ja schon mal einen General drin. Und ihr greift jetzt hier mal an. Mal gucken, ob das jetzt hier besser läuft. Guck mal, der Bogenschütze kann ich auch da drüber schießen. Deswegen mache ich Bogenschützen so sehr. Okay, wir haben es in dieser Runde leider noch nicht geschafft, aber wir sind auf einem guten Weg, nächste Runde das jetzt hier zu durchbrechen. Dann bleibst du hier stehen und wir beenden die Runde. So.
Du gehst hier hin. Da sind schon wieder irgendwelche Typen, die ich nicht eingeladen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich komme hier nirgendwo durch. So. Wenn die beiden jetzt hier angegriffen haben, ist das Tor auf und dann ist der Typ erledigt. Erledigt. So, und weil wir die jetzt hier geräumt haben, bekommen wir einen Bonus. Diese Barbaren reiten mit ihren Pferden in die Schlacht. Die gefährlichen Tiere richten bei unserer Infanterie großen Schaden an, sind aber anscheinend zu unbeweglich, um ihnen zu viel zu nützen. Vielleicht können wir sie besser gebrauchen. Ich kann jetzt also, wie ihr sehen könnt, entweder jetzt hier 15 Punkte mehr Produktion in meiner Hauptstadt bekommen, was ich nehmen werde, oder ich hole mir eine Kavallerie. Das ist eine Einheit, mit die wir eigentlich noch gar nicht rekrutieren können. Hi, Brother Rowan, grüß dich. Willkommen. Aber ich würde auch Chaos-Punkte bekommen. Ich nehme die Produktionspunkte. Das ist jetzt von 5 auf 2 hier runtergegangen. Und Hallöchen auch an Last Shadow. Oh, es wird Zeit, dass wir uns hier zurückziehen. Ich sehe da richtig Big Trouble incoming, Freunde. Ja, ich habe hier leider noch keine Möglichkeit, hier hinaus zu expandieren. Wie sieht's hier aus? Nee, auch noch nicht. Okay. Also du gehst... Oh. Ich habe hier noch meinen Bogenschützen. Den packe ich jetzt in diese Armee. Zwei Bogenschützen und zwei Nahkämpfer finde ich eigentlich immer eine ganz, ganz gute Kombination. So, erstmal zurückfallen. Ich freue mich darauf, wenn wir hier endlich mal eine Straße haben. Ich sag's euch. So, Kultur. Wir haben noch keinen Außenposten, den wir absorbieren können. Wir können auch keine Stadt mehr gründen. Ein Heureka wäre noch möglich. Eine Armee aufstellen wäre sehr, sehr... Oder wir machen Spitzenforschung. Das da. Mehr Innovation. Von 10 auf 20. So, wunderbar. Dann, das heißt, wir erhöhen jetzt hier die Möglichkeit, wie ihr sehen könnt, uns eine Innovation zu holen. Okay. Falls sie jetzt angreifen, ne, ist der Scouty-Scout ein bisschen geschützt an der Stelle. Ich mache noch sehr, sehr wenig Ingenieurspunkte. Oh, jetzt haben wir auch die Tiere hier. So, wunderbar, die haben sich jetzt hier gegenseitig gekillt. Beziehungsweise unsere Einheiten haben zuerst angegriffen und so hat er kaum Schaden machen können. So, der Kavallerist kann noch das hier schnell holen. Verirrter Pionier. Ein Pionier irrt verloren durch die Wildnis. Er hat seinen Karren, seine Karten und seine Orientierung verloren. Ich kann jetzt entweder einen Pionier erstellen, das ist eine besondere Einheit wohlgemerkt. 20 Ingenieurs-EP bekommen, was für uns mega wäre. Oder für 5 Chaos-Punkte akzeptieren und 30 Ingenieurs. Also jetzt gönne ich mir die 5 Chaos-Punkte. Jetzt mache ich das. So. Jetzt können wir nämlich hier voranschreiten. Reduziert die Kosten für die Expansion in Hügeln. Das ist sehr, sehr wertvoll. Guck mal, jetzt kostet es nur noch 11. Das kostet jetzt fast nichts mehr im Vergleich zu vorher. Ja, auch hier nur noch 11. Das waren vorher 36 oder sowas. Das hat also quasi die Kosten gedrittelt. Hier haben wir jetzt übrigens auch einen Pionier. Der Pionier hat besondere Fähigkeiten. Der kann zum Beispiel einen Außenposten erstellen. Und den können wir dann zum Beispiel integrieren. Ich würde aber tatsächlich einen Außenposten erst dorthin, also vielleicht hierhin machen, wo wir diese besonderen Ressourcen hier haben. Also wo es überhaupt Ressourcen gibt. Oder wir gehen da oben hin. Vielleicht macht es mehr Sinn, hier oben hinzugehen, diesen Außenposten da oben. Der Außenposten wird dann später in eine Stadt umgewandelt, aber dafür brauchen wir eine weitere Stadt. Okay, euch bewegen wir nachher wieder zurück. Wir haben jetzt hier schon 5 Pops. Wir gucken mal gerade eben hier rein. Die sind alle sehr beschäftigt hier auf den Bauernhöfen. Ich habe keinen weiteren Pop gerade eben übrig. Okay. Was bauen wir als nächstes? Die Versammlungshalle würde uns noch mehr Diplomatiepunkte geben. Das Arbeitslager würde uns noch mehr Produktion geben. Ich bin für das Arbeitslager. Genau, wenn dieser Balken hier voll ist, gibt es ein schlechtes Event.
Aber das muss er halt erstmal 100 Punkte erreichen. Aber ganz im Ernst, das war es mir gerade eben wirklich wert. Das fand ich gerade eben ganz gut. So, jetzt sollen die erstmal hier gegen diese Armee hier gewinnen. Nächste Technologie, nachdem wir sie den Bergbau haben. Wir können ab jetzt, wir sehen können, Minen bauen. Wir können jetzt Steinmetze bauen. Die Steinmetze bringen uns Ingenieurspunkte. Die brauchen wir ganz dringend. Wir können hier, wir sehen können, auch Steinbrüche bauen. Die nächste Technologie, Glaube wäre jetzt eine gute Idee, glaube ich. Dann können wir hier, wir sehen, noch mehr Wissen und Kultur machen. Trauben können wir abbauen und zu Wein verarbeiten. Oder Reis zu Trauben oder Reis kann zu Wein werden. Also Reiswein oder Traubenwein. Wir können Wolle, wenn wir sie haben, abbauen und dann oder auch Flachs und dann zu Stoff umwandeln, was uns wiederum Gold bringt. Oder was besser, und wir können einen Diplomatiepunkt pro Runde generieren mit der Presse, die dann wiederum aus Flachs oder Oliven Speiseöl macht. Alternativ gäbe es natürlich noch das Beamtentum. Das Beamtentum würde uns einerseits hier den Diplomaten und den Gesandten erstellen. Wir können hier Territorium beanspruchen. Wir beanspruchen ein neutrales Territorium, das eine eigene Region grenzt, um es deiner Nation einzuverleiben. Das könnte tatsächlich so ein bisschen eine zielgerichtete Entwicklung sein. Dann der Markt, der bringt noch mehr Diplomatiepunkte und da können wir auch Waren importieren durch Händler aus anderen Städten. Und dann gibt es noch die Bestechung, die es uns ermöglicht, eine beliebige unabhängige Armee, zum Beispiel Barbaren oder Rebellen, aufzulösen. Schiffsbau mache ich erst später. Ich werde jetzt erstmal den Glauben jetzt hier starten. So, ihr geht jetzt erstmal hier rein und heilt euch. Dann gehen wir in die nächste Runde. Nee, tatsächlich nicht. Du kannst nicht dafür sorgen, dass die Chaospunkte weniger werden. Du kannst dann nur mit dem Ergebnis leben und dich auf das Problem vorzubereiten, das du dir eingebrockt hast. Also, dass ich in dem Fall mir eingebrockt habe mit meiner Entscheidung. Jetzt hauen wir dich jetzt hier erstmal weg, mein Freund. So, ich glaube, der wird das hier nicht überstehen. Sehr gut. Dann gehst du jetzt hier erstmal wieder nach Hause. Und du kannst dich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter umbringen. Oh, geil! Ich kann hier noch ein weiteres Wunder. Vielleicht schaffen wir ein Zeitalter der Helden. Das wäre voll geil. So, was kann ich jetzt hier bauen? Hier kann ich jetzt, wie ihr sehen könnt, eine Mine oder einen Steinbruch machen. Hier bauen wir dann Kupfer ab. Oder einen Steinbruch. Der bringt mir Kalkstein. Im Grunde ist es das Gleiche. Was bringt mir ein Steinmetz? Ein Steinmetz macht auch Kalkstein. Oh, ich will die Ingenieurspunkte haben. Also ich mache jetzt erstmal... Also der macht aus Kalkstein oder Marmor macht der Steinblöcke. Also erstmal mal den Steinbruch. Und dann machen wir noch den Steinmetz. Den kann ich zum Beispiel jetzt nur hierhin machen. Was tragisch ist, aber das mache ich jetzt. Ganz im Ernst, ich brauche den Steinmetz hier dringender als diese Tiere. Weil jetzt generieren wir nämlich mehr Punkte hier pro Runde. Lehmgrube weg? Nee. Ich würde den Lehm haben. Aber wir können das später noch umbauen. Wir werden später einige von diesen Punkten übrig haben. Sagt mir mein Gefühl. So, weiter. Ah, stimmt, das muss ich mit... Ich gehe mit dem mal besser als mal hier so lang. Ah, sehr gut. Das haben wir auch in diese Richtung uns ausgebreitet. Jetzt können wir den hier wegmachen. Wusch, 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 wusch. Wir bleiben hier eine Runde stehen zum Regenerieren und schicken ihn jetzt endgültig mal da oben hin. Du kommst jetzt hier rein, wartest hier auch und du kannst jetzt das hier aufdecken. Dieses Naturwunder wurde im Namen von Schweden entdeckt. Nochmal 5 Erkundungs-EP, ein weiteres nationales Wunder und nochmal 10 Kampf-EP. Okay, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so finden.
Noch ein drittes und wir können in ein Zeitalter der Helden starten. Helden sind eine eigene Klasse. Oh, und jetzt haben wir übrigens die Innovationspunkte hier. Der Obelisk. Die Nation von Schweden nutzt Steinblöcke, um überall im Land Obelisken zu errichten, damit sich Einwohner überall in der Herrlichkeit des Gottkönigs erfreuen können. Annehmen, dann, wie ihr seht, dann gibt es noch mehr Einfluss pro Steinblöcke-Güter. Das nehmen wir auf jeden Fall, weil dadurch expandieren wir noch schneller. Oder wir nehmen halt Geld, aber ich nehme auf jeden Fall das Ding hier. Hallöchen Sauer, willkommen. So. Ich glaube, das ist einfach so ein Fix-Bonus, oder? Ich guck mal gerade, ob ich einen Obelisken jetzt bauen muss. Arbeitslager, Feldlager, Tempel. Nee, das ist einfach ein Bonus, den wir jetzt haben. Der existiert jetzt einfach so für sich. So. Und jetzt machen wir hier immerhin schon mal 19 Punkte. Er hier geht es da. Oh nein! Und da, nein, er wird sterben. Er wird sterben. Er wird sterben. Das war dumm von mir. Das war. Aber wisst ihr was man machen kann? Es gibt zum Glück die Zurücktaste. Er folgt ihnen hier. Es gibt zum Glück diese Zurücktaste hier, die direkt hinter mir ist. Hier, die ist fantastisch. mit der können wir das Worst-Case-Szenario verhindern. So, du wirst hier einfach weitergehen. Du hier noch heilen. Wir haben jetzt den Glauben erforscht und werden als nächstes den jetzt gehe ich auf den Schiffsbau. Der Schiffsbau bringt uns später das Schnutzschiff, damit wir überhaupt wassern können. Zum Transportieren, wie ihr sehen könnt. Dann gibt es hier die Galeere und wir können etwas schneller in Wasserfelder hinein expandieren. Roxani, grüß dich, danke dir für 18 Monate. Du musst einen Arbeiter zum Steinmetz machen, sonst bekommst du die EP nicht. Ja, jetzt ist einer da. Jetzt ist einer da. Wie gesagt, war mir schon klar, aber... Nee, doch, du hast recht. War mir nicht klar. Jetzt ist es mir klar und jetzt macht es auch Sinn. Also ich mache jetzt erstmal, dass der jetzt hier drin bleibt. Beim Steinmetz, Entschuldigung. Der muss da rein, genau für die EP. Der Steinbruch ist noch gar nicht so wichtig. Weil wir machen ohnehin schon... Ne, wir machen noch keinen Kalkstein. Aber wie gesagt, die EP sind wichtig, damit wir hier schneller leveln können. Hallöchen Belrair, willkommen. Willkommen beim Gottkönig Mörb. Oh, da ist nochmal ein kleines Dorf, das holen wir uns. Und dir brauchen immer noch eine Runde zum Heilen. Dann gönnen wir ihnen diese Runde. Du musst auch noch heilen. Baukosten für Steinmetze reduzieren, für Steinbrüche. Ich will mehr Steinmetze. Ganz im Ernst, ich will mehr Steinmetze, dann kann ich ja noch mehr Ingenieurspunkte haben. Das boostet dann quasi einfach meine Ingenieurskunst noch weiter. Hi, Pesven. So, also, jetzt gehen wir mal vorsichtig dahin und dann noch dahin. Ein Artefakt. Das Dorf wurde um einen großen Steinmonolithen herum gebaut. Seine Schnitzereien und Gravuren erzählen komplexe Geschichten in einer unbekannten Sprache. Er ist für Dorfbewohner sehr bedeutsam. Also, entweder 10 Wissen oder 10 Kultur. Ich bin ein Riesenfan von Kultur, deswegen nehmen wir 10 Kultur. So, dann haben wir das jetzt hier radikal beschleunigt an dieser Stelle. Ich glaube, so langsam aber sicher haben wir einen Überblick, wie groß unsere Insel ist, weitgehend. Mit Betonung auf weitgehend. So, du gehst jetzt hier mal hinter rein. Du gehst dahin und der geht ja gleich noch mit hinterher. Wir könnten jetzt auch mal einen Siedler erstellen, aber wisst ihr, das Problem ist, eigentlich möchte ich diese anderen Städte hier tendenziell erstmal irgendwie auseinandernehmen. Ne, wisst ihr was, ich mache eine Stammesarmee. Da, guck mal, der normale Stammeskrieger hat hier, wie ihr sehen könnt, nur 7 Angriff und 10 Verteidigung, währenddessen der Speerträger 11 und 18 hat. Das ist halt schon einfach ein riesen Unterschied, ne?
So, wir haben unsere Armee ein bisschen vergrößert. Es wäre halt nochmal ein Bogenschütze nice, weil bis jetzt haben wir hier überhaupt gar keinen Bogenschützen. Alles zu seiner Zeit. Ja, wir werden die Neutralen auf jeden Fall platt machen. Und da ist schon wieder ein... Oh nein, das heißt, jemand hat schon ein Zeitalter eingeläutet. Oh, Russland, warum? Eisenzeitalter. Ah, das finde ich jetzt sau schade, weil dadurch haben wir jetzt nicht mehr die Möglichkeit, in ein Zeitalter der Helden zu kommen. Weil die jetzt hier vorausgerannt sind. Das ist super schade, aber so wie es aussieht, ja, finden wir sowieso kein weiteres Dingens mehr. Hi, Mimbuto. Willkommen. So, jetzt haust du den da weg. Gucken wir mal gerade eben, was unsere Bogenschützen jetzt hier anrichten. Zack. Die haben nichts zu lachen hier, diese Barbaren. Er kann jetzt hier in diese Richtung weitergehen. Ich will immer noch hier diesen Außenposten setzen. Ich weiß, dass ja auch noch irgendwelche Barbarenlager waren, aber ich will nicht ohne Bogenschützen ein Barbarenlager angreifen. Das wäre nicht so smart. So, übrigens, ab jetzt haben wir 6 Bevölkerung. Jetzt haben sie auch Wohnungsbedarf. Wir müssen uns also darum kümmern, dass sie wohnen können. Ich kann noch einen Steinbruch machen. Das ignorieren wir aber auch gerade eben nochmal. So. Okay. Ich warte hier noch. Was ist mit euch? Oh, die Insel scheint hier gar nicht mehr so groß zu sein. Sag mal, willst du mich veräppeln? Der steht da immer noch rum. Der hat anscheinend nichts Besseres zu tun hier. So, die nächste Kulturkraft. Stadt gründen können wir immer noch nicht. Wir können leider immer noch keinen Außenposten absorbieren. Es sei denn, ich würde den Außenposten hierhin machen. Dann könnte ich ihn... Nee, das kann ich immer noch nicht, weil das ja auch eine Stadt wäre. Egal. Schiffsbau ist uns nun zur Verfügung. Und als letztes nehmen wir noch... Nee, wir müssen noch die Beamten und die Gemeinschaft machen. Ich bin dafür, eher erstmal die Gemeinschaft zu machen. Weil ihr seht, das bringt uns den Brennofen. Da können wir dann aus Lehm, können wir Ziegel herstellen. Wir können aus Weizen Reis und Reismehl herstellen. Ja, wir nehmen die Gemeinschaft. Dann können wir sehr, sehr schnell schon tall sein. Oh, und was wir jetzt auch haben, wir haben jetzt unser allererstes Wasserfeld. Und hier werden wir dann mal mit einem Fischerboot starten. Na, da muss halt jemand drin arbeiten, aber ich habe es jetzt hier schon mal gesetzt. So, Runde beenden. So. Oh Gott, was ist das? Ja, Cromwell, aber da reden wir ein andermal drüber, ne? Heute ist Millennium. So, okay, mach den hier fertig. Wir beschleunigen das Ganze hier schnell. Stirb. Da ist wieder ein kleines Lager. Oh, das ist super. Und hier ziehen wir uns mal besser wieder zurück. Hier ziehen wir uns mal besser wieder zurück. Hallöchen Scholl, mein Lieber. Willkommen. Danach machen wir nochmal einen weiteren Bogenschützen hier rein. Oh. Au. Das ist nicht so schön. Zu viele Barbaren hier. Lauf weg. Oder wir machen es jetzt ganz mies. Tada. Wir porten ihn nach Hause. Ich gebe doch meinen Scout hier nicht. Oh, guck mal, wie viele Wassergebiete wir jetzt hier auf einmal schon genommen haben. The time has changed. Bleibst du noch stehen? Kulturkraft. Ich glaube, wir machen wieder diese Spitzenforschung. Na, damit wir hier noch mehr Innovationen uns holen können. Naja, der Pionier ist eigentlich noch gar nicht so dramatisch, weil ich kann mit dem Pionier noch nicht so viel anfangen. Diplomatie oder Regierungs-EP? In unserem Fall ist es jetzt erstmal hier Regierungs-EP.
Aber immerhin wissen wir jetzt ja schon mal, was jetzt hier ist. So, du gehst hier schon mal hin. Diese Armee wartet immer noch auf diesen Bogenschützen jetzt hier. Dann überspringen wir euch ja immer noch. Scouty Scout kann sich schon mal hier wieder hinstellen. Und eigentlich kann ich mit dem Scout demnächst sogar wassern, wenn ich das möchte. Hallöchen Stormrider. Ich kooperiere heute mit Paradox Interactive. Mir macht das Spiel Spaß. Aber wie gesagt, das ist hier Werbung. Es wäre von mir falsch, jetzt so zu tun, als wäre es keine. Frag mich ein andermal. Was ich über Review-Gedanken... Also ich darf keine Review-Gedanken äußern. Aber ich kann zum Beispiel schon mal sagen, ich mag die Spieltiefe. Die Spieltiefe mit diesen ganzen Produktionsketten ist sehr, sehr cool. Die Optik hier ist natürlich, sage ich jetzt mal, zweckdienlich. Aber grundsätzlich finde ich, was man jetzt hier mit diesen verschiedenen Ressourcen machen kann, dass man die verhütten kann, dass man die veredeln kann, das finde ich sehr, sehr cool. Das gefällt mir wirklich sehr gut in dem Spiel. So, Moment. Ja, noch eine Runde warten. Komm jetzt hier immer näher. Die kommen immer näher. Okay, der Bogenschütz ist da. Wir sammeln jetzt diese Truppe hier ein. Hier sieht man jetzt übrigens, ab jetzt können wir auch wassern. Du versteckst dich jetzt hier hinter und jetzt können wir den Weg freiräumen. Ganz genau, Grafik ist nicht alles. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr zum ersten Mal auf meinem Kanal seid, das hier ist ein Kanal, der sehr viele Paradox-Spiele macht. Wir scheren uns hier in der Regel nicht um Grafik, sondern um Spieltiefe. So ist es. Jetzt gehen wir mal hier runter und gucken mal, was hier unten bei Hiroshima noch so ist. So, die nächste Technologie. Wir haben jetzt hier die Gemeinschaft. Jetzt holen wir uns die letzte, das Beamtentum. So, okay. Ich brauche immer noch mehr Pops, ne? Wir haben zu wenig Wohnraum. Kann ich jetzt inzwischen endlich etwas sowas wie Wohnraum machen? Nein, ich kann keinen Wohnraum machen. Das ist momentan noch ein bisschen schwierig. Der Tempel hier bringt uns Wissen und Kultur. Die Versammlungshalle bringt uns Diplomatiepunkte. Der Kran bringt uns Verbesserungspunkte. Das Feldlager bringt uns nochmal Kriegs-EP. Also gut, wir gehen jetzt hier mal auf Tempel. Der Tempel soll es jetzt hier werden. Das stimmt natürlich durchaus, Zenpuk. Ja, Jakob, das ist auf jeden Fall richtig. So, jetzt haben sie ja gerade eben, wie ihr sehen könnt, unsere kleine Dorfgemeinschaft hier angegriffen, die ja zum Glück auch eine Verteidigung hat. Und jetzt gehen wir mal dahin und verteidigen unser kleines Dorflein hier. So, er geht es hier wieder dahin, dass ich den endlich da oben hinbekomme. Und dann gehen wir jetzt endlich mal auf den großen Feldzug. Die Dingens jetzt hier auszulöschen. Diese Barbaren. Ich möchte die Barbaren jetzt endlich loswerden. Sie fangen an zu nerven. Sie haben sich selbst ein bisschen ausgelöscht. Okay. Kann ich mit leben. Du heilst hier nochmal ganz, ganz kurz eine Runde. Ich bin jetzt der Meinung, dass ich jetzt den hier auch zu einem General mache. Dass diese Armee auch einen General hat. Du gehst jetzt hier rüber. Um den Mount Everest hier rum. Jetzt kann ich hier die Baukosten für Steinbrüche um 50% senken. Da kommen schon wieder welche an. Immer wieder verblüfft darüber, wie viele von denen hier rumlaufen. So, wie gesagt, wir rollen das Ganze jetzt hier auf. Oh, unser erster Gesandter ist da. Das große Problem mit dem Gesandten ist, wir kennen noch niemanden. Wir gehen jetzt also auf die Suche nach anderen Nationen. Und jetzt haben wir das Beamtentum abgeschlossen.
So, mit dem Beamtentum können wir jetzt auch endgültig jetzt hier ins Eisenzeitalter gehen. Dauert 6 Runden. Das ist richtig, das ist richtig, Senpuk Jakob. Die Generäle kann man leider nicht aufwerten. Warum, weiß ich auch nicht. Also diese Jungs hier, es gibt halt dann immer wieder für neue Zeitalter neue Generäle. Zumindest ist es der Stand, den ich noch von der Demo hatte. Ich hatte allerdings damals auch gefragt, warum. Ich habe es nicht richtig nachvollziehen können, warum sie das gemacht haben. Aber es ist wohl so. So. Wir werden hier uns jetzt hier gleich in der nächsten Runde einen Außenposten gönnen. Und dann rollen wir jetzt hier den Feind jetzt hier ein bisschen auf. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wirklich gleich die gesamte Insel gesehen haben. Und wir haben die Griechen entdeckt. Eine weitere Innovation. Verarbeitung von veredeltem Metall. Die Metallverarbeiter aus Schweden haben eine Technik zur Herstellung von stabileren Legierungen entdeckt. Waffenschmiede können diese veredelten Metalle zu Schwertklingen verbessern. Okay, sobald wir halt diese Technologie haben. Jep, das war's hier. Es gibt hier nichts mehr für ihn. Dann springe ich ihn wieder zurück. Also, jetzt machen wir diesen Außenposten. Damit haben wir jetzt hier schon Kontrolle über das hier und können später das jetzt als Stadt unserem Außenposten anschließen. Also den Außenposten als Stadt anschließen. So. So. Da ist eine Insel. Eine neue Insel. Na, in den dunklen Gewässern können wir noch nicht fahren. Dafür müssen wir erstmal besser werden, also eine entsprechende Technologie freischalten. Wir haben Griechenland getroffen. Seid gegrüßt. Was können wir tun, um Frieden zwischen unseren Nationen zu fördern? Tja. Offene Grenzen anbieten? Nachricht gesendet. Ich biete Ihnen offene Grenzen. Hier sehe ich noch nichts. Hier ist wieder ein Feind, den wir schnell mal weghauen. Er hat nicht mal zurückhauen können, der arme Tropf. So, du wartest jetzt hier auch mal gerade eben. Heil's nochmal und danach kann ich dich durch die Gegend bewegen. Ah, ich kann übrigens jetzt hier auch die Kultur beschleunigen, aber das machen wir gerade eben nicht. Mir ist das Gold zu wertvoll, ehrlich gesagt. So, und jetzt müssten wir auch dann in das nächste Zeitalter gehen können, normalerweise. Normalerweise. Noch habe ich hier immer noch niemanden gefunden. Die Stadt hungert. Ja, kann ich gerade eben relativ wenig dagegen machen. Okay, sie haben das leider abgelehnt. Ja, jetzt hungert die Stadt. Also, wir müssen mehr Nahrungsmittel jetzt hier produzieren. Wir machen hier nochmal ein weiteres Fischerboot hin. Sie scheinen nicht davon begeistert zu sein, mehr Essen zu bekommen. So, okay, ich muss den jetzt hier leider aus dem Steinmetzlager raus. Ne, nicht aus dem Steinmetzlager, aus der Försterei rausholen. Damit wir jetzt hier die Nahrungsmittel haben. Und wir haben zu wenig Wohnraum. Wo waren die Behausungen? Ich kann nirgend. Ah doch, ich kann. Nee, ich kann nirgendwo Behausungen bauen. Das ist jetzt echt ein Problem. Also gut, wir hauen den Lehm jetzt hier nochmal weg, ne? Ich habe keine andere Wahl. Ich muss Behausungen bauen. Jetzt haben wir wieder Wachstum, Leute. Der Lehm war im Weg. So. Der Gesandte ist unterwegs und scoutet für uns. Das ist gar nicht der Scout, der scoutet, sondern der Gesandte scoutet.
bin es der Meinung, dass wir Edo stürmen werden. Da ist ein griechischer Händler. Okay. Den hätte ich jetzt auch wegschicken können, aber ich wollte ihn nicht wegschicken. So langsam aber sicher sollten wir auch mal eine Stadtwache errichten, die dann hier die Unruhe bekämpft. Und nach der Stadtwache machen wir... Dann machen wir den Markt. Erstmal die die Versammlungshalle. Ja, Markt für Handel können wir auch noch machen. Keine Sorge, aber ich habe noch keinen Händler. So, der hat jetzt einen Händler zu mir gebracht und kauft jetzt teilweise Waren bei mir. Komm, wir probieren es direkt. Wir beschleunigen. Eben haben wir die Mauer kaputt bekommen. So, du segelst hier runterwärts. Du segelst dahin, dahin und dann noch dahin. Und jetzt können wir die Kulturkraft machen. Ein Heureka. Tja, wir könnten nochmal uns so ein Innovationsding suchen, aber wir werden auch gleich eine Katastrophe haben, stelle ich gerade eben fest. Ich glaube, ich mache lokale Reformen. Steige die regionale Effizienz für alle generierten Ressourcen für 5 Runden. So. Einen Siedler erstellen. Nee, das machen wir noch nicht. Hier gibt es genügend Siedlungen, die man sich jetzt hier gönnen kann. Und ich will nicht alle behalten. Außenposten absorbieren kann ich noch nicht, Leute. Das geht einfach noch nicht. So, Zeitalter des Eisens. Jetzt haben wir die Künste freigeschaltet. Wir haben... ab jetzt können wir endlich die neue Regierungsform machen. Es wäre vielleicht sogar schlau gewesen, jetzt hier kurz zu warten. Egal. Und Gold und Eisen sind jetzt verfügbar. Na, ab jetzt können wir hier eine friedliche Revolution machen. Oder eine blutige Revolution, um noch mehr Chaos. Ich bin schon eher ein Fan der friedlichen Revolution. Wenn ihr mich fragt. So. Wo schipperst du noch hin? Hi, Valtanu. Okay. Wen leveln wir jetzt? Ach genau, jetzt haben wir hier... Ab jetzt haben wir Armbrustschützen. Die Armbrustschützen ändern ein bisschen das Gefechtsgeschehen hier. Der ist hoch. Ah ne, doch nicht. Okay, diese Einheit macht nichts mehr. Das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Das war sehr, sehr sinnlos, dass er den noch getötet hat. Ah, verflixt. Aber ausgerechnet, der hat überlebt. Der schon die ganze Zeit so angeschlagen war. Der hat überlebt. Also, jetzt sind wir hier im Zeitalter des Eisens. Wir können es hier verhütten machen. Verhütten würde uns, wie ihr sehen könnt, mehr bedeuten, dass wir Kupfer oder Eisen in Barren umwandeln können, was einen ordentlichen Produktionsschub bedeuten würde. Dann hätten wir hier, wie ihr sehen könnt, auch die Möglichkeit, jetzt hier Barren dann in Speere umzuwandeln beim Waffenschmied. Wir haben aber vorhin einen Bonus bekommen, dass wir daraus auch Schwerter machen könnten. Und dann hätten wir noch die Möglichkeit, wie ihr sehen könnt, aus noch mehr Ingenieurs-XP zu bekommen, um aus Barren Werkzeuge zu machen. Ich denke, wir gehen erstmal auf die Verhüttung. Ich möchte erstmal auf die Verhüttung gehen. Damit wir mehr Ingenieurspunkte jetzt hier bekommen. Na, noch will ich hier keine gewalttätige... Ihr wisst schon was. Damit können wir nichts anfangen.
So, ein weiterer Armbrustschütze wurde von uns erschaffen. Valtano. Werbung. So, der hier, der wird jetzt hier stehen gelassen. Verhütten, nicht verhüten. Verhütten. So, mehr als diese Punkte können wir nicht ansammeln. Dann erstelle ich jetzt einmal mal einen Siedler. Wäre schade, den jetzt hier verkommen zu lassen. Du gehst hier hin, dann kannst du jetzt hier diesen Kampf für uns noch entscheiden, weil diese Truppe ist noch nicht angeschlagen. Jetzt haben die Mauer wieder aufgebaut, die Lumpen. Aber nicht für lange. So, erledigt. Okay, Kriegsgefangene. Sie haben sich tapfer verteidigt, aber sie konnten nicht standhalten. Nachdem sich die letzten von ihnen ergeben haben, musst du entscheiden, was mit den Überlebenden passieren soll. Ich kann jetzt also erlauben, ein Teil von uns zu werden, oder zwinge die Überlebenden in deine Hauptstadt zu ziehen und plündere, was sie zurückgelassen haben. Ich werde plündern. So, dann ist die Stadt nämlich jetzt hier einmal weg. Und ich kann tendenziell hier eher eine Stadt errichten und nicht hier. Das gefällt mir deutlich besser so. Ja, dafür haben wir jetzt ja auch den Kollegen jetzt hier schon unterwegs. Truppen entlassen? Nee, will ich nicht. Da ist auch ein Stammesdorf. Ich weiß. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Nach wie vor sollst du hier einfach stehen bleiben, mein Freund. So, wir schippern hier runter. Was findet dieser Gesandte hier? Eine Grenze, eine grüne Grenze findet er. Okay. Aber ich ahne jetzt, dass jetzt hier gleich eine Katastrophe passieren wird. Na, ihr seht, jetzt haben wir schon 20% Wahrscheinlichkeit, dass eine Katastrophe eintritt. Mino Likey. Wo ist meins? Ja, da ist er. Hier ist auch nochmal ein Barbarendorf. Jetzt machen wir erstmal diese Barbaren hier weg mit dieser Armee hier. Die Einheiten leveln ja auch, die wir haben. So, der hat ganz schön Schaden gemacht an meinen Speerträgern. Also ich denke, dass diese Truppe hier noch dazu in der Lage ist, ein Barbarendorf auszulöschen, aber das hier schaffen sie leider nicht. Aha! Und jetzt muss ich hier bloß noch an Land gehen. Und dann kann ich, nächste Runde, nee, jetzt sogar, jetzt habe ich hier diplomatische Beziehungen mit ihnen aufgebaut. Und mit diesen diplomatischen Beziehungen sind jetzt hier diese Sachen für mich jetzt hier freigeschaltet worden. Ne? Also, dass ich jetzt mich mit den Griechen gutstellen kann. Zum Beispiel, wenn ihr sehen könnt, wenn ich jetzt 30 Diplo-Punkte hätte, könnte ich meine Beziehungen mit ihnen verbessern. Ich kann auch Forderungen stellen, dass sie einen Krieg beenden mit jemand anderen, Botschaften eröffnen. Kann ich auch versuchen, kostet aber auch Diplo-Punkte, wie ihr sehen könnt, neben Gold. Ich kann auch Religion fördern, wechseln, fordern. Ich kann auch Geld fordern oder einfach ein Geschenk senden. Aber nichts davon kann ich gerade eben tun, weil mir die Diplo-Punkte einfach fehlen. Der letzte große Barbarenkönig ist gekommen, um mit Schweden zu verhandeln. Er ist der letzte seiner Art und wird sich nicht beugen. Was soll mit ihm geschehen? Tja, in dem Fall heißt es, wir haben nicht genügend Geld. Ich finde es auch übertrieben teuer. Dann haben wir jetzt Barbaren in unseren Landen. Zum Glück haben wir eine Mauer. Also tun wir jetzt erstmal das hier noch. Ein Speerträger hat sich verirrt und ist im Kampf orientierungslos. Ich kann also entweder einen Speerträger bekommen oder Kriegs-EP. Ich nehme die Kriegs-EP. Allerdings ohne nochmal neues Chaos jetzt hier aufzubauen. Weil das wäre mir gerade eben nicht so recht. Und wie gesagt, du machst jetzt hier dann noch eine Stadt. Den hier kann ich auch nochmal aufwerten. Jetzt haben wir nur noch Armbrustschützen. Was meinst du in Delta? Ich guck gleich nochmal, was du meinst. Bei der griechischen Stadt.
Was für ein Delta soll das sein? Das ist halt eine Harfe. Ich sehe da eine Harfe. Ich weiß jetzt nicht, wo ein Delta gesehen wurde. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay. Ja, dann schicke ich dich mal einfach mal da hoch. So, meine Hauptstadt ist jetzt inaktiv, aber weil wir jetzt in einem neuen Zeitalter sind, können wir gewisse Gebäude jetzt aufwerten. Und natürlich auch neu machen. Ich mache jetzt erstmal hier nochmal einen Kran. Und dann noch ein Feldlager. Ja, und diese Jungs hier, die werden jetzt ein bisschen Trouble machen. Befürchte ich. Das sind drei Stück. Ach, ein Flussdelta. Ja gut, im Flussdelta kannst du... Aquatische Barbaren. Und die plündern mir jetzt hier die Bude fertig, ey. Boah. Okay, ich muss zurück. Ich muss zurück. So, du gehst jetzt mal hier hin. Nächste Runde kannst du hier die Stadt errichten. Dann haben wir hier, wie ihr seht, Oliven und Marmor. Was ich übrigens noch gar nicht gebaut habe, ist bei der Ingenieurskunst. Ach nee, ich kann ja noch die Dinge noch gar nicht bauen. Später kann ich ja die, wie heißt es, eine Pyramide bauen, aber halt erst später. Und jetzt können wir hier einen Hauptstadtangriff machen auf die Armenier. Naja, weil wir den Turm gebaut haben. Wie knapp war das? Ja, wir werden das easy abwehren. Also die Barbaren vernichten sich jetzt zum Glück selbst. Jetzt ist ja die Mauer beschädigt worden. Aber sie haben sich alle komplett gelöscht. Das ist das Wichtige. Dann gehe ich tatsächlich da oben hin, weil wir gründen jetzt hier eine Stadt. Das heißt, dass meine Einheiten jetzt hier in diesem Radius regenerieren. Das heißt, ich muss also jetzt gerade eben gar nicht mehr irgendwo rausgehen. Ich kann jetzt also hier warten. Also ihr seht, das ist aber noch nicht meine Stadt. Das ist nämlich auch ein Feature von diesem Spiel. Die neu gegründeten Städte sind Vasallen. Das heißt also, sie sind jetzt erstmal von einer KI-Fraktion und müssen erstmal integriert werden. Und erst wenn die Integration abgeschlossen ist, und das hängt davon ab, wie sehr sie dich mögen, ne? Also man muss auch andere Städte erst zu Vasallen verwandeln, bevor man sie integrieren kann, um eine Nation zu gründen. Also muss man halt die Integration durchführen. Und umso weniger sie einen mögen, bei einem Angriff auf sie, mögen sie einen natürlich weniger, dann dauert es länger, so entsprechend lange warten. Es gibt aber auch Spielstrategien, bei der man dann zum Beispiel einfach sagt, ich arbeite mit Vasallen und nicht, dass alles mir selber gehört. Weil die Vasallen können einem natürlich auch Geld bringen und auch Wissen und so weiter und so fort. Also die ganzen Ressourcen, die sie produzieren. Hier fehlt schon wieder Wohnraum. Ich weiß auch warum. Deswegen. Weil die hier Sachen kaputt gemacht haben. Okay. Dieses Mal... Nee. Das ist ja auch beschädigt. Ich muss mal gerade mal gucken, was sie alles kaputtgeschlagen haben. Also die leben ja noch. Das haben sie gewonnen. Oh, was haben wir denn hier jetzt? Das ist, Eisen. Okay, das ist cool. Dann machen wir jetzt hier noch eine Mine rein. Dann haben wir jetzt ab jetzt hier Eisen am Start. Das nehmen wir mit. Und es dürfte eigentlich, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr zurückgehen. So, du bleibst hier drin. Du segelst hier weiter hoch. Nächste Runde. Ja, genau, Geldkultur, friedliche Revolution ist es nicht. Friedliche Revolution machst du einfach, jetzt machen wir jetzt gleich hier über eine Entscheidung. So, jetzt haben wir die 48. Wir machen jetzt hier Kalkstein in unserer Hauptstadt. Was es noch mehr Produktion liefert. Also hier haben wir jetzt ein Kalksteinfeld mit dabei. Gott, oh Gott. Ihr bleibt hier immer noch kurz mal stehen, bis ihr euch geheilt habt. Selbiges auch hier. Der segelt hier hoch. Nächste Runde.
Ja, der muss ja immer noch warten. Genauso wie auch der. So, 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 so. Und jetzt haben wir die Verhüttung. Nach der Verhüttung. Infrastruktur. Das ist cool, dann hätte ich mehr Städte. Ich nehme die Infrastruktur als nächstes. Das ist auch nicht so lange zum Forschen. Übrigens, ihr seht, wenn wir jetzt hier 3 Monumente errichten könnten, könnten wir ins Zeitalter der Monumente gehen. Und wenn wir uns nicht um unsere neues Bedürfnis, was bald kommen wird, kümmern, das nennt sich Hygiene, dann könnten wir auch ein Zeitalter der Seuche entwickeln. Das halt, wie gesagt, dann alle betrifft. Wenn man also absichtlich sozusagen die Welt vor die Hunde gehen lässt. So, Moment. Ja, der soll hier drin bleiben. Der soll hier drin bleiben. Der soll hier drin bleiben. Und der soll hier drin bleiben. Jetzt haben wir genau die entsprechende Menge an Verbesserungen gebaut, die wir hier bauen können. Willkommen zurück, Zauberer. Die müssen immer noch heilen. Die sind so angeschlagen, ey. So, du segelst hier weiter. Aber ich glaube, da oben ist es auch schon vorbei. Wir müssen also Valencia noch vernichten. Ich glaube, dass wir dann da unten noch diese Stadt hier theoretisch übernehmen können. Und die hier vernichten wir dann noch. Dann haben wir 3 Städte auf unserer Hauptinsel. So, jetzt machen wir die friedliche Revolution. Das ist also eine Revolution ohne Chaos. Unsere Regierung ist veraltet und ihre Führer zeigen Interesse an Reformen. Vielleicht ist es an der Zeit für einen Wechsel. Ja, das machen wir, eine friedliche Revolution. Und jetzt, Leute, haben wir wieder eine Entscheidung. Kaiserdynastie ist im Grunde eher Tall spielen. Königreich ist eher White spielen, aber auf eine andere Art und Weise. Königreich. Ein Königreich basiert darauf, dass man andere Städte zu Vasallen macht, beziehungsweise hauptsächlich Vasallen besitzt. Also diese anderen Städte lässt man dann einfach für lange, 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 lange Zeit Vasallen und holt sich durch diese Boni hier, wir sehen noch mehr Boni aus den Vasallen. Schaltet also frei, wir sehen Sitz der Macht, Domänen-EP wird auf 200 erhöht, momentan haben wir eine Grenze von 100. Die Verbesserungspunkte können auch auf 200 angesammelt werden. Minus 30% Domänenkraftkosten für Siedler erstellen. Das heißt also, man kann mehr Siedler, also dann auch mehr Siedlungen erstellen, um noch mehr Vasallen zu erstellen. Hallöchen Primus, Dankeschön für deinen Resub. Am 18. willkommen. Dann gibt es hier noch die Provinzerweiterung. Domänenkraftkosten Gesandten erstellen wird reduziert, die Kosten. Speereinheiten. Erstellt mehrere Speereinheiten bei einem Vasallen. Aber halt nur einmal. Dann generieren hier, wie wir sehen, können Vasallen mehr Vermögen. Das basiert auf der Bevölkerung und seinem Wohlstand. Also es ist das Geld, was sie uns zahlen müssen. Dasselbe ist auch hier Wissen, dass wir mehr Wissen durch die Vasallen bekommen. Und dann können wir noch das Vasallenwohlstand für den Vasallen verbessern. Die Alternative wäre eine Kaiserdynastie. Die Kaiserdynastie ist in meinen Augen sehr, sehr mächtig und auch ein bisschen einfacher zu spielen, weil man sich im Grunde eigentlich nur um eine große Stadt kümmern muss. Da können wir einen Palast errichten. Dieser Palast bekommt später ein paar fette Boni auf Produktion und auf Wissen. Zunächst einmal, wie ihr sehen könnt, werden Bauernhöfe besser. Das Regierungslevel wird durch den Palast besser. Regierungslevel ist, wie gesagt, ein Level, das wichtig ist, um überhaupt ja, für uns Grenzen zu erweitern. Also mehr Machtpunkte anzusammeln und so weiter. Dann das Feng Shui sorgt dafür, dass wir mehr Wohnraum bekommen. Das finde ich auch super wichtig. Also, dass wir mehr Menschen in einer Stadt konzentrieren können. Dann, wie gesagt, hier für alle 2 Pops, die wir haben, bekommen wir +1 Produktion. Für jede 5 Pops, die wir bekommen, bekommen wir +1 Forschung, also +1 Wissen. Und wir können die Müllentsorgung verbessern. Das ist also ein Gebäude, was uns später die Hygiene verbessert. Deswegen ist die Frage, Leute, also ich würde mal sagen, 1 Kaiserdynastie, 2 Königreich, beziehungsweise wenn Zauberer wieder da ist, machen wir einen einminütigen Poll. Machen wir einen einminütigen Poll, ob wir jetzt hier Kaiserdynastie oder ein Königreich werden. In der Zeit nutze ich mal die Möglichkeit und schenke mir ein Glas Wasser ein.
Also ich sehe schon, die meisten wollen eigentlich ohnehin schon die 1, aber ich lasse euch trotzdem jetzt hier schön wählen. Was ist doch zum Waschen da? Ne, ich trinke viel Wasser in letzter Zeit. Ne, es ist Wasser, es ist selbst aufgesprudeltes Wasser. Wodka ertrage ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Also generell harten Alkohol. Nee, nee, echt nicht. Genau, Peswin, ganz genau. So, also, ich glaube, dass es sehr, sehr eindeutig ist. Ja, es ist sehr eindeutig. Jetzt schon 84% für den Kaiser. Aber wer weiß, vielleicht kommt in den letzten 10 Sekunden ja noch ein kompletter Schwenk. Ich nehme eure Votes ernst. Es gab wirklich einen, der noch gewechselt hat. Okay, Kaiserdynastie ist es, Leute. Wir sind die Kaiserdynastie, wir wählen sie aus und können ab jetzt einen Palast errichten. Und diesen Palast möchte ich natürlich auch sofort errichten, ne? Hier kommt in unsere Hauptstadt Uppsala rein. So, und jetzt können wir in der Kaiserdynastie direkt hier schon mal, wie ihr sehen könnt, jetzt hier unseren Palast verbessern mit Bauernhöfe, noch mehr Nahrung und noch mehr Produktion. Wir nehmen die Produktion. Genau. Jetzt haben wir nämlich hier noch mehr Produktion. Das haut halt so dermaßen rein, ne? Das sind halt nochmal 4,5 Produktion. Das ist sehr viel am Anfang des Spiels. So, wie sieht es jetzt hier mit euch aus? Ihr geht es mal dahin. Ihr geht es mal dahin. Dann segelst du hier gleich nochmal hoch. Ah, ne, wir können jetzt nur die Runde beenden. So, wenn die jetzt hier geheilt haben, werden wir jetzt hier Valencia auslöschen. Du gehst hier hin. Du gehst dahin. Wir warten noch kurz. Hier geht sogar noch ein weiteres Dorf. Dann segelst du hier außen rum. Und unsere Hauptstadt ist inaktiv. Wir werden jetzt das Ding jetzt hier zu einem Monument aufwerten. In der Hoffnung, dass wir noch das Zeitalter der Monumente hinbekommen. Ich glaub's aber nicht. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Kaiser Schwaben. Naja, es gab schon schwäbische Kaiser. Dirk, die gab es. Die gab es. Also, Valencia attackieren. Wir leben jetzt schon davon, dass einige unserer Einheiten schon ein paar Level-Ups bekommen haben. Das weiß ich nicht, Dirk. Das weiß ich nicht. Da, guck mal, den haben wir hier komplett die Moral gebrochen. Das heißt also, wenn jetzt die nächste Armee jetzt hier angreift, wird nur noch der eine kämpfen. Genau, die anderen sind schon weg. Oh, das war's schon. Und auch das hier werden wir aber niederreißen. Valencia wurde zerstört und ist nicht mehr. So, wir ziehen uns danach jetzt hier erstmal wieder zurück, ne, zum Regenerieren. Der schippert weiter. Ich glaube, das ist jetzt hier die Grenze der Insel, auf der wir uns befinden. Wir können auch Terrain beanspruchen. Beanspruchen ein neutrales Terrain, das an der Region grenzt. In deiner Nation ist. Ja, aber das nützt mir jetzt gerade eben nicht so wirklich was. Ich könnte es ja auch natürlich verstärken hier. Dann kann ich nächste Runde hier einfach angreifen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Genau, wir brauchen mehr Bewohner. Also gut, jetzt räumen wir den hier mal weg. Da ist ja nur einer drin. Genau, Armbrustschützen. Schießt wunderbar auf die Mauer. Genauso macht man das. Aber wir haben's. So, die Barbaren haben in ihrem Lager exotisch aussehende Kuriositäten. Nehmen wir Wissen oder nehmen wir Gold? Ich wäre jetzt hier gerade eben mal tatsächlich... Ja, ich bin so hin und her gerissen, Leute. Wir machen gerade eben Minus an Gold, aber Wissen ist halt zeitlos. Denn Wissen ist Macht.
Wir haben das Wissen genommen. Okay. Kriegsführung, wir verstärken hier wieder. Das ist nicht so gut. Da waren schon wieder irgendwelche Böslinge. So, wir haben jetzt übrigens auch das Bedürfnis, wie wir sehen können, an Hygiene. Das Problem ist bloß, dass wir die Müllgrube ist sehr teuer. Die ist sogar schweineteuer. Sag mal, wie lange dauert es noch, bis ihr mal wächst? Boah, 47, das wird immer teurer, umso weiter man weg ist. Dahin kann er gar nicht expandieren. Berge, Gott, 250! Es wird schwierig, hier noch weiter zu expandieren. Aber wir haben jetzt noch mehr Pops. Hier kann ich halt leider nach wie vor nur sammeln. Jetzt mache ich hier nochmal einen Förster rein. Eine andere Idee habe ich ja einfach gerade eben nicht, ne? Ich kann hier nur Förster machen. Man hat jede Menge Holz jetzt hier gerade eben. Willkommen! IKEA ist so gut wie gegründet. Die haben sich hier gerade eben gelöscht. Dann löschen wir jetzt den hier. Das wollte ich gar nicht angucken. Ich wollte nur diese Einheit anwählen. Ja, wir haben das jetzt hier im Griff. Okay. Das heißt also, du kannst jetzt hier wieder an Land gehen und dich nachher hierhin bewegen. Das ist ja auch ein Barbar. Wie ätzend. Das ist nicht so schön. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Wohnraum und noch mehr Hygiene. Ne, also das Wachstum unserer Siedlung ist hier gerade eben hart begrenzt durch das, was wir hier haben können. Wobei, ich könnte es den Kornspeicher verbessern, dann machen wir noch mehr Nahrung. Platz bringt noch mehr Kunst-EP. Ja, dann machen wir die Kunst-EP noch rein. Und danach den Markt. Denn wir haben jetzt, also wir können sehr viel bauen mit den Siedlungen, die wir jetzt hier, also mit der Hauptsiedlung, die wir jetzt hier haben. Was für Namen mit Stadtkanalisation? Ich verstehe nicht ganz. Ah, hier haben sie mal wieder gefightet. Was mich nicht interessiert. Wir haben gewonnen. Jetzt können wir die Infrastruktur verbessern. Was uns jetzt, wie gesagt, mehr Wohnungen bringt. Und das werden wir uns auch jetzt sehr, sehr schnell ansparen. Und wir können jetzt, wie ihr sehen könnt, das Aquädukt bauen. So, nachdem wir die Infrastruktur und die Verhüttung getan haben, bin ich ein Fan davon, jetzt auf den Schriftgelehrten zu gehen, weil wir dann noch mehr Wissen generieren. So, ich könnte direkt schon die Runde beenden. Oder, ja, ich brauche 24, um das jetzt hier... Manche übrigens von diesen Dingen hier kann man aufwerten, manche aber auch wiederum nicht. Also, wir werden später eine Möglichkeit zum Beispiel bekommen, hier das Grasland, also diese Weizenfelder, diese Bauernhöfe in 3-Felder-Wirtschaft aufzuwerten. Was wir allerdings momentan noch nicht können, ist jetzt hier zum Beispiel die Behausung aufzuwerten in dieses, wo ist es denn? Genau, hier diese Gemeinschaftsunterkünfte. Dafür werde ich also erstmal die Unterkünfte niederreißen müssen, die mir momentan 5 Wohnraum und ein Vermögen geben. Und ersetze sie dann stattdessen durch die anderen. Warum das so gelöst ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß jetzt schon, dass wir das tun müssen. Sobald wir die Punkte halt haben. Momentan wäre es blöd, weil dann würde uns jetzt hier mehr Probleme bereiten, als mir lieb ist. Geh doch hier noch hin. Was mache ich jetzt mit meinem Scouty-Scout? Stimmt, wir müssen noch diese Arme... Ja, das jetzt hier auslöschen. Mehr Hygiene... Ja, die kriegen wir auch noch mit der Zeit. So, jetzt heilen die hier endlich mal wieder. Der ist schon bei 10 von 15 übrigens, ne? So, sind wir bei 16. Was kostet es, das Ding jetzt zu bauen? Was kostet es ein Behausung, ich bekomme 25% wieder, dann bekomme ich 2,5. Das reicht nicht. Doch, warte mal, die Gemeinschaftsunterkünfte können wir bauen. Also, wir machen jetzt das hier weg. Achtet mal jetzt hier auf die 117.
Jetzt ist es hier natürlich ein Riesenproblem, aber jetzt können wir die Gemeinschaftsunterkünfte bauen. Problem gelöst. Jetzt wächst unsere Siedlung hier wieder, so wie es sein soll. Und wir können eine weitere Stadt übrigens jetzt errichten. Jetzt könnten wir sehr, sehr bald die hier angliedern. Wir brauchen halt noch irgendwie ein bisschen mehr Reichweite. Sie müssen halt aneinander grenzen. Gott, das sind schon wieder irgendwelche Barbaren. Da sind Barbaren, die ich nicht mag. Ich kann meine Dynastie verbessern. Mache ich gleich. Der Punkt ist bloß der. Den Wohnraum brauche ich jetzt gerade eben gar nicht mehr. Ah doch, das Wissen will ich aber nehmen. Nein, nee, wir nehmen das mit... Ja doch, ich nehme das Wissen, weil die Müllentsorgung habe ich noch nicht gebaut. Also, wir forschen jetzt auch noch schneller. Oh. Und jetzt haben wir ein Problem mit der Hygiene. Und guck mal, was jetzt hier passiert. Dadurch würden wir jetzt hier in das eine Krisenzeitalter vielleicht reinrutschen, weil ich mich darum momentan noch nicht gekümmert habe. Wir sollten also jetzt ernsthaft darüber nachdenken, das Aquädukt zu bauen, damit diese Katastrophe nicht eintritt. Genau, also das werden wir jetzt hier natürlich versuchen zu verhindern. Demnächst kann ich hier das hier machen, dann kann ich die Steinmauern günstiger machen. Du gehst hier nochmal einen Schritt nach vorne, du gehst nochmal einen Schritt dahin, dann regenerieren die nochmal so lange. Oh oh. Mein Scouty-Scout wird schon wieder verfolgt. Das ist die nicht so schöne Art. Oh! Na toll. Okay, es hat sich ohnehin aufgelöst. Nicht unbedingt in Wohlgefallen. Dann bin ich jetzt ein Fan davon zu weinen, weil wir, wie gesagt, jetzt hier gerade eben unseren... Wo kam denn der her? Wo kam denn der her? Das ist so fies. Ah, verflixt. Also, du wanderst jetzt hier hin. Du wartest hier noch eine Runde. Der kam von links. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Ja, diese Außenposten sind halt leider nicht verteidigt, ne? Der war die ganze Zeit zu sehen. Ja, aber ich habe gedacht, der bleibt stehen. Ich war naiv. Sagen wir, wie es ist. Ich war naiv. So. Immer noch 50%. Ja. Wachstum wäre nicht schlecht. So, jetzt können wir die Baukosten für die Steinmauern und Steintürme reduzieren. Und wir werden dann wahrscheinlich jetzt hier eine Stadt gründen. Vermutlich hier. Weil hier macht es am meisten Sinn. Dann haben wir auch mal Fisch demnächst und noch mehr Marmor, noch mehr Fisch, neue andere Geländetypen, die nicht unbedingt bergig sind. Tja. Der bleibt jetzt einfach mal hier stehen, der Scout. Ich weiß nicht, was ich mit dem Scout machen soll. Okay, die rennen jetzt hier weg. Wir werden nächste Runde das jetzt hier in die Zange nehmen. Haben den Schriftgelehrten jetzt, der uns, wie gesagt, in der Bibliothek mehr Wissen generiert. Dann können wir noch mehr Diplomatie und Punkte machen. Und wandelt Stämme, also Baumstämme, nicht Stämme im Sinne von Eingeborene, in Papier um. Oh, oh, oh. Und das hier kann dann Papier, der Schriftgelehrte, in Manuskripte umwandeln. Das macht dann nicht mehr Geld, sondern Wissen. So, nach dieser kleinen Nummer hier würde ich gerne Pferde haben, damit unsere Einheiten sich schneller bewegen können. Und wir endlich auch mal Kavallerie bekommen. Und noch mehr Kriegs-EP. Wieso keine Eingeborenen, ist halt ein Pergament. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ägypten geht ins Zeitalter der Seuchen. Oh Gott.
Ja, wir haben wieder ein Katastrophenproblem. Das heißt also, dass die hier sich wahrscheinlich jetzt hier gegen uns auflehnen werden. Unsere Vasallen rebellieren gegen uns. Okay, wir haben's. Ich gönne mir jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal das Gold. Bei der Frage Verbesserungspunkte oder Gold nehme ich das Gold. Weil Gold ist halt auch tatsächlich was wert hier. So, auch dieses Barbarenlager ist es vernichtet. Wie gesagt, den hier wollte ich erobern. Und den da unten noch zerstören. So, jetzt können wir, wie gesagt, hier nochmal eine Stadt gründen. Dann können wir hier schneller uns ausbreiten. Ja, das wird sich sogar sehr schnell ausbreiten dadurch jetzt hier in der nächsten Runde. Da haben wir es gerade schon gesehen. Hi Buster, es ist tatsächlich eine Pre-Release. So, Kutschenprozession. Die Bevölkerung drängt sich auf den Straßen von Schweden, um einen Blick auf die königliche Familie zu haschen, wenn sie zum Palast kutschiert wird. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich nehme es. Ich habe jetzt die Katze im Sack gekauft. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich glaube, es hat meinen Palast verbessert. Ich würde annehmen, dass es meinen Palast verbessert hat. Aber es stand leider nicht dran, was es getan hat. Na gut. Hier machen wir nun die Mülldeponie demnächst. Aber ihr seht, wir können jetzt auch hier sowas wie den Schriftgelehrten Textilgedöns machen. Aber das ist alles noch in Kinderschuhen hier, was uns möglich ist. Jetzt gehst du dahin und sorgst dafür, dass es jetzt hier nicht zur Katastrophe wird. So, jetzt haben wir den hier noch weg. Stirb. Gut. Wir haben genügend Kriegsführungspunkte, dass ich sage, dass ich die verstärke. Ach, geht nicht im feindlichen Territorium. Okay. Dann verbessern wir jetzt hier noch unseren Regierungslevel des Palastes. So, das Regionslevel. Na, ihr seht hier Regionslevel. Was macht das Regionslevel? Baut mehr Städte oder erweitert sie. Also man kann ja auch Städte erweitern. An der Stelle muss das erwähnt werden. Na, dann haben diese Städte, die wir jetzt hier haben, noch mehr Boni. Der Markt ist nun fertig gebaut. Jetzt würde ich ein Fan davon sein, hier die Bibliothek zu machen. Und danach das Lager. So, 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 so. Ja, die sollen hier selber angreifen. Und wie gesagt, Trevorum werden wir behalten. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass diese Siedlung schon existiert. Uff, hier sind noch mehr Barbaren, die mir Ärger machen wollen. Jetzt gucke ich mal, ob wir erstmal das jetzt hier überstehen können. Wir haben gewonnen. Ja, die werden jetzt ein Teil von uns und werden damit jetzt ein Vasall. Diese Armee war tatsächlich dazu in der Lage, ganz knapp das jetzt hier zu gewinnen. Okay, und du marschierst jetzt hier mal rüber, weil ich keinen Bock mehr habe, dass die... Wie knapp war das hier? Ja, okay, wir werden auch die nächste Attacke überstehen. Und hier kann ich noch einen Hauptstadtangriff durchführen. Da ist auch nochmal ein Barbar, der jetzt hier weg muss. Wenn der dumm genug ist, hier mich anzugreifen, das werden wir ja gleich sehen. So, du bleibst hier auch noch stehen. Der hat sich jetzt hier gelöscht, okay. Ah ne, warte mal, ich wollte eigentlich, dass der hier dauerhaft stehen bleibt. Und der hier hat sich jetzt hier zum Glück toll, toll, toll auch gelöscht. Okay, dann bleibt ihr jetzt hier einfach auch mal stehen. Und die nächste Technologie ist dran. Wir haben jetzt die Pferde, unsere Einheiten sind ein bisschen schneller. Und wir können Kavallerie rekrutieren.
Ich mache jetzt die Künste. Mehr Kunst-EP. Unruhen, Unterdrückung hier in dem Kolosseum. Und noch mehr Kultur. Ich bin echt gespannt, ob wir noch in dieses Zeitalter der Krise noch rutschen werden. Wäre mal was Neues. Wäre mal was Neues. Okidoki. Kann ich jetzt hier... Ne, immer noch nicht. Mir fehlt ein Punkt noch. Verflixt. Die Forschung wird bald langsamer. Das ist nur am Anfang so. Die Forschung wird ab dem nächsten Zeitalter sehr viel langsamer. Das kann ich dir versichern. Aber ich habe halt auch schon absurde Boni gestackt. Die Griechen sind doch schon mit dem Standardzeitalter. Kann ich voll mit leben. Ja, du wartest jetzt hier. Jetzt kann ich endlich hier die Müllgrube machen. Interessanterweise habe ich dadurch gerade eben Nahrungsmittel verloren. Wieso das denn? Na, wir hatten hier gerade eben prozentual noch positiv Nahrung, jetzt nicht mehr. Die machen jetzt halt hier saumäßig Hygiene. Muss ich das verstehen? Ich weiß es nicht. So, wie gesagt, den stationieren wir hier auch weiterhin. Der hier kann jetzt übrigens jetzt hier von uns integriert werden, wenn wir das wollen. Kostet 25 Punkte. Und damit ist es jetzt auch unsere Stadt geworden und wir können über sie verfügen. Beginnen wir mit dieser Verfügung einfach mal, dass wir jetzt hier noch mehr Regierungs-EP und Palisadenzäune bauen. Ich habe ein Nahrungsfeld kaputt gemacht. Ach, hat da einer mit Nahrung gerade eben irgendwie gearbeitet? Da hat wohl jemand Nahrung abgebaut. Okay. Nee, die hat keinen Nachbarschaftsmalus. Die hat nur Boni. Es gibt keine Nachbarschaftsmali. Ich habe zumindest noch keine gesehen. So, du musst hier noch kurz warten, bevor wir den jetzt hier auslöschen können. Einen Hafen bauen? Naja, also ich habe halt noch einen Anlegeplatz, ne? Der bringt mir halt nochmal Erkundungs-EP und gibt mir ein Nutzschiff. Aber so richtig Hafen in dem Sinne gibt es nicht. Ich habe so viele Kriegsführungspunkte. Okay, Runde beenden. Das ist hoffentlich endlich geheilt genug. Jawohl. Dann werden wir jetzt noch Hiroshima plätten. Und dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Tja. Ich könnte jetzt hier nochmal einen Bauernhof machen. Ich glaube, ich werde hier auch noch einen Bauernhof hinmachen. Und man... Oh. Nee, Ägypten hat es tatsächlich geschafft, uns zum Teufel zu jagen. Zeitalter der Seuche. Im Zeitalter der Seuche, eine große Seuche schlägt zu und reduziert die Bevölkerung auf 67%. Ausbrüche machen Verbesserungen unbrauchbar und reduzieren die Bevölkerung, wenn sie nicht gestoppt werden. Eine Pestdoktoreinheit wird in deinem Heimatland erstellt. Säubere Ausbrüche mit den Pestdoktoren oder Verbesserungspunkten. Erzeuge Kultur pro religiöser Bevölkerung, indem du eine Religion gründest oder ihr beitrittst. Gründe eine Religion oder tritt ihr mit einem Kulturkraft Religion gründen oder der Domänenkraft Religion übernehmen. Neue Nationalgeister werden freigeschaltet. Ja, okay. Wir haben also jetzt hier Seuchentime. Aber wenigstens haben wir die Kunst. Ich hol mir so die Bausachen, ey. Da ist der Seuchendoktor.
Boah, ey, wir haben wirklich hart ein Pops-Problem. Wisst ihr, was der Gag ist? Jetzt wollen sie keine Sauberkeit mehr. In dem Moment wollten sie keine Sauberkeit mehr. Also keine Hygiene. Jetzt sind wir eh schon krank. Vergesst die Hygiene. Es ist eh alles zu spät. Okay, auch das hier haben wir geschafft. Und jetzt löschen wir die hier voll aus. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Naja, okay, immerhin wächst es wieder relativ schnell. Ach nee, wir haben immer noch die 11. Hä? Ah! Doch, wir haben wieder 11. Wie ist denn das gerade passiert? Wegen denen hier, glaube ich, gerade eben, ne? Naja, beschwer mich nicht. Hallöchen Zettelmeier. Ich beschwer mich nicht, alles ist gut. So, die Region ist inaktiv. Danach könnten wir jetzt hier mal das Theater machen, was uns noch mehr Kunst-EP bringt. Und danach das Kolosseum. So, ihr seht, ne, wir haben jetzt hier schon die Künste. Wir können noch keine Religion gründen, weil wir noch nicht im richtigen Zeitalter sind. Ich guck mal gerade eben, ob das geht, Leute. Ja, ihr könnt Städte benennen. Städte benennen geht. Armeen benennen geht auch. Ihr könnt das machen, wenn ihr wollt. Mit Punkten. Da muss ich mich bloß gerade im Geist nicht kurz mal drauf einstellen. So, Anfragen verwalten. So. Also ich glaube, dass jetzt noch keine Krankheit ausbricht, weil wir sind noch nicht so weit. Deswegen warten wir gerade eben nochmal. Prozent. Ich guck mal gerade eben, wo jetzt hier die Situation, also wie die Situation hier ist mit unseren Ressourcen. Also, ihr seht, na, wir haben einmal Kalkstein, der hier schon verarbeitet wird. Wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen und das Eisen in Barren umwandeln. Das wäre ganz sinnvoll. Ach, die sind ja bei den Gemeinschaftsunterkünften. I see. Also, jetzt gucken wir mal. Wenn ich jetzt sage, hier machen wir jetzt hier bei der Metallarbeit. Oh Gott, das kostet 20. Wir müssen also erstmal nochmal sparen. Eine Farm hier hin neben Karsikroma? Das geht nicht. Hier kann ich keine Farm hinmachen, das ist ein Hügel. Da kann ich nur sammeln. Das ist leider nicht möglich, dafür brauche ich eine flache Ebene. So, wie gesagt, ihr bleibt hier weiterhin stehen. Den überspringen wir noch. Du kehrst jetzt hierhin wieder zurück. Aber nächste Runde kann ich das tun. Ach, die Farm ist verseucht. Die da? Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Unter Kontrolle bringen. Boah, das kostet Erkundungs-EP. Das ist jetzt auch verseucht. Oh, 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 oh. So, jetzt kann man den Schmelzofen hier machen. Dann machen wir aus den Eisenbarren. Aus Eisen machen wir Barren. Dass es noch mehr Produktion bringt. Ja, also wir müssen mit ihm jetzt hier gleich dahin. Das ist aber sauteuer, Leute, ich sag's euch. Das geht uns, da geht uns irgendwann mal das Material aus. Das ist jetzt hier eine andere Siedlung. Die brauchen noch nicht sowas wie ein Aquädukt. Ein Rad? Ja, ich möchte den Rad reinmachen. Danach den Wachturm. So, Runde beenden. Der Doktor steht gerade eben hier. Der bringt hier gerade eben die Seuche unter Kontrolle. Die ist hier immer noch. Sag mal! Da ist nochmal eine ausgebrochen gewesen.
Wir gehen die Erkundungs-EP langsam aber sicher aus. Oh Gott, ich habe echt Schiss davor, was jetzt hier passiert. Bei 60 können wir endlich die Pyramide bauen. Dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn wir sterben an Krankheiten. Ne? Dann haben wir wenigstens die Pyramide. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der arbeitet hier. Warte mal, wenn ich jetzt die Barren hier habe, dann kann ich nachher noch den Waffenproduzenten machen. Der bringt mir noch mehr Kriegs-EP. Wer Werkzeugschmied bringt mir noch mehr Produktion. Oder wir bauen hier mal Gold ab. Wäre auch mal eine Idee. Ah, ich kann Gold noch nicht abbauen, so wie es aussieht. Weil es auch noch gar nicht integriert ist. Das macht Sinn. Aber hier könnten wir den Marmor bald sammeln. Ja gut. Hauptstadt in Melonenmetropole. Okay, dann wird das jetzt hier unsere Melonenmetropole. Melonenmetropole. Das ist gemacht. Und dann eine Armee zur kaiserlichen Melonengarde. Ja, das ist dann hier die Hauptarmee. Kaiserliche Melonengarde. Und man kann echt viel reinschreiben. So. Noch mehr Wohnraum für unsere Hauptstadt. Also die kann jetzt hier richtig krass wachsen. Ingenieur. Da fehlen noch ein paar Punkte. Gibt es jetzt hier wieder irgendwelche krank... Da ist wieder irgendwas. Ich sehe es doch dampfen. Ey, mir gehen hier echt die Punkte langsam aus, ne? Das ist... Mal gucken, wie lange wir das noch aufrechterhalten können hier mit der Krankheit. Barbaren gibt es hier oben links. Guck mal gerade eben. Chaos überflutet in der Melonenmetropole. Ein großer Sturm hat die Straßen von Melonenmetropole unter Wasser gesetzt. Steigendes Wasser bedroht die Gebäude. Müllgrube. Nein, ich möchte nicht, dass es zerstört wird. Ich möchte nicht, dass es zerstört wird. Da habe ich jetzt lieber kurz mal Geld ausgegeben. Wobei, eventuell, ich finde die Kosten teilweise noch hart hoch. Vor allem am Anfang. Ich finde die noch sehr hoch. Ach Gott, das ist ja der gewesen. Das, ich dachte, das wäre eine normale Armee. Aber es gibt auch gerade eben sonst keine Seuche, die jetzt hier gerade eben grassiert. So, du machst dich dann nachher mal auf und wirst dann mal in diese Richtung segeln. Mal gucken, was du da findest. Ihr bleibt hier stationiert und jetzt haben wir eine Kulturkraft. Eine Stadt gründen. Propaganda reduziert übrigens das da. Ich glaube, ich gründe tatsächlich eine Stadt. Und zwar hier. Gut, ja, und jetzt haben wir nur noch die Wahl, jetzt hier auch in das Zeitalter der Seuche einzusteigen. Hip, hip, hurra. Was ist da passiert? Irgendwas ist da gerade geschehen. Seht ihr irgendwo grüne Dämpfe? Ich nicht. Ich hoffe, dass hier keine kommen. So, hier gibt's... Ja, ich kann hier keine Plantage bauen. Ich muss wieder sparen. Okay, du bewegst dich. Ich muss sparen. Genau, Seuchen sind passiert. Seuchen! Oh, da kommen noch mehr Barbaren, die sich löschen wollen.
Jetzt macht er mir hier das Ding kaputt. Das ist nicht so cool. Okay, ihr marschiert jetzt hier mal rüber. So, das ist jetzt hier wieder meine Hauptstadt. Da bauen wir jetzt hier die Steinmauern in einem Turn hier mal hoch. Weil wir haben ja 80% Rabatt darauf. So. Okay. Jetzt gucken wir mal, was hier noch ist. Gibt es hier nochmal irgendwelche Krankheiten? Ich sehe gerade keine. Hi Josh, grüß dich. Nee, es scheinen gerade eben ausnahmsweise mal keine Krankheiten hier zugegen zu sein. Ah, hier kann ich es auch beschleunigen jetzt hier. Dass wir raus hier Steinmauern machen. Der Wald und ein Steinbruch? Stimmt, da ist irgendwas Grünes. Ja. Das Problem ist grün auf grün. Also der Wald hier und der Steinbruch hier. Oh Gott. Das wird teuer. Die Müllgrube wurde jetzt hier für 16 wieder teuer repariert. Meine Güte. Unsere Hauptstadt kann jetzt hier noch die Wache bauen. Und dann hat sie erstmal nichts mehr, was sie bauen kann. Stimmt, das ist... Yay, wir sind jetzt im Zeitalter des... Ihr wisst schon was, eingetreten. Okay, so sieht es übrigens aus, wenn ein Tutorial aufgeht. Ab jetzt können wir theoretisch Ritter bauen, Bogen und so weiter. Die Musik ist voll bedrohlich. Da noch rüber. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn wir es nicht verhindern, aber ich habe das Gefühl, wir sollten es verhindern. Also, wir haben jetzt hier Säftelehre. Das hat man normalerweise nicht in diesem Zeitalter. Also wenn man hier nur das Zeitalter der Könige hat, hat man diese beiden Technologien nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Säftelehre. Dafür brauche ich aber Religion, wie man sieht. Ich habe noch keine Religion. Aber ich müsste jetzt eine Religion gründen können. Der Pestdoktor ist dafür jetzt auch jetzt hier aushebbar. Isolation. Armbrustwache. Barrikaden. Gefechtsturm. Also es sind komplett neue Gebäude. Dann hier die Marktabgrenzung. Da gibt es jetzt auch Luxusgüter, wenn noch mehr Pops da sind. Dann hier Heiligtum. Ihr seht, dann kann man jetzt hier wie ihr sehen könnt, hier jetzt heilige Stätten und Religionszeug machen. Aber dafür muss man wirklich erst eine Religion angehören, sonst geht es nicht. Effiziente Wirtschaft. Brandrodungshof. Verbessert also die Bauernhöfe. Mastbetrieb. Burgstadt kann man verbessern. Lohnenswerte Plantage. Und die Anzahl der Städte nochmal erhöhen. Hier gibt es nochmal bessere Truppen. Da gibt es jetzt hier Langschwertkämpfer und Spießträger. Kaserne ist ein Gebäude, was wir dann bekommen. Und Waffenlager, die all mehr Kriegs-EP generieren. Und erhöht nochmal die maximale Armeegröße. Maschinen bringen uns dann mehr Produktion und mehr Ingenieurs-EP.
Und Holzfällerlagerverbesserung. Ne, ich nehme erstmal die Maschinen. Ich nehme die Maschinen. Huiuiuiui, okay. Das ist Helsingborg. Helsingborg holt sich jetzt hier erstmal den Kran und danach das Arbeiterlager. Und unsere Hauptstadt kann unser Schatzhaus bauen, was uns noch mehr Vermögen pro Runde bringt. Also Gold. Nein, ihr seht es jetzt, jetzt haben wir hier auch, wie ihr sehen könnt, den Ritter. Theoretisch hätten wir auch den Kurzschwertkämpfer lernen können, aber den haben wir komplett übersprungen. Nee, tatsächlich, Hogger, ist es so, ich habe einen Speicherstand vorhin gezeigt, bei dem wir sehen konnten, dass das nicht exakt dieselben Forschungen sind. Okay, und jetzt seht ihr, jetzt können wir einen neuen Nationalgeist wählen. Die kenne ich auch noch nicht alle. Einmal jetzt hier die Erkundung. Entdecker. Entdecker streben danach, den gesamten Globus zu kartografieren, wobei sie früh zu Entdeckern, Zugang zu Entdeckern erhalten, um unentdeckte Naturwunder und Stammeslager aufzuspüren und sich auf lohnende Naturwunder-Expeditionen zu begeben. Frühe Entdecker. Verwende den Entdecker, um eine Expedition bereits entdeckter Naturwunder zu starten und wertvolle Belohnungen zu erhalten. Ich zweifle ehrlich gesagt daran, dass das wirklich sinnvoll ist, denn in meiner persönlichen Erfahrung sind die meisten Naturwunder alle schon entdeckt, schon relativ früh. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da jetzt noch entdecken sollte. Barbaren sind nicht mehr feindlich. Das wäre aber auch interessant. Dann kann man hier das Knorr freischalten. Das Knorr ist was nochmal? Es ist eine Einheit, ein Linienschiff. Okay. Entdecker-Veteranen haben noch mehr Expeditionsgrundchance. Entdecker-Gilde. Hallo, Mouse over. Macht noch mehr Wissen und Erkundung oder abgeschiedenes Lager. Ach, man kann sie noch einmal bearbeiten. Ja, dann wäre das cool. Okay, dann gibt es, wie ihr sehen könnt, noch das Kanat und den Kreuzritter in der Kriegsführung. Kanat, wie ihr sehen könnt, ja, Barbaren werden auch neutral. Wir bekommen einen berittenen Bogenschützen dreimal. Also wir bekommen überhaupt mal berittene Bogenschützen. Erstellt einen Barbaren neben einer gegnerischen Siedlung. Okay, das ist ein Troll-Move. Der Khan kann ein benachbartes Barbarenlager in berittene Bogenschützen konvertieren. Und berittene Bogenschützen bekommen mehr Angriff und noch mehr Verteidigung und haben eine Fähigkeit, die nennt sich Keschik. Kompositbögen sorgt dafür, dass die berittenen Bogenschützen nochmal plus 4 Angriff und Verteidigung bekommen. Und dann gibt es noch den Kriegsruf. Erstellt berittene Bogenschützen in jeder befreundeten Region. Der Kreuzritter. Da bekommen wir einen Ordensritter. Angriff 32, das ist sehr viel. 26 Verteidigung, 50 Gesundheit, Moral 35. Dann gibt es hier noch... Ah, da seht ihr, dafür brauchen wir jetzt allerdings hier... Für das meiste hier brauchen wir jetzt Religion. Reduziert ketzerische Religion bei einer Stadteroberung. Inbrunst, da bekomme ich das militärische Hauptquartier. Ein Reliquienschrein kann man hier machen, das uns noch mehr Glaube und noch mehr Gold bringt. Dann reduziert ketzerische Religion in der eigenen Hauptstadtregion. Und Schweden hat, religiöse Geburtsstätten. Noch mehr Bonus, also mal 2 Bonuskultur. Also ich kann doppelt so viel Kultur machen wie bis jetzt. Dann können wir hier den Gewürzhändler machen. Der Gewürzhändler bringt noch mehr Grenzsicht, also wir können weiter gucken und bringt uns noch mehr Vermögen. Als Außenposten wohlgemerkt. Also da muss man mit Außenposten arbeiten. Dann hier auch Außenposten bringen Karawanenwächter vor, das ist also eine Schiffsart. Außenposten können hier noch die Karawanserei freischalten, was uns Diplo-Punkte bekommt. Wir können hier noch Gewürze machen. Gewürze bringen Luxus und Geld. Schätze schicken, besondere Geschenkaktion, die viel Vermögen kostet und eine starke Verbesserung der diplomatischen Beziehungen herbeiführt. Dann können wir sehen, können Händler kann man zu Siedler umwandeln und umgekehrt. Handelsposten sind kostenlos.
Dann das Shogunat. Kann man einen Samurai erstellen. Wie gut ist der Samurai? Der ist auch recht gut. Boah, der hat eine Moral von 100? Der Kreuzritter hatte 35. Heiligsblechle. Daimyo. Erzeugt einen Daimyo in einer befreundeten Linie. Und Daimyo sind starke Anführer. Sie erhöhen auch die regionale Effizienz, wenn sie in einer Hauptstadt garnisoniert sind. 15-22. Also ja, gut. Kampffähigkeiten sind nicht so wichtig. Die haben halt dann Area-Boni für... Also die haben Boni für die eigenen Truppen in der Armee. Genau, der Samurai kämpft bis zum Schluss. Samurai haben eine krasse Unruhenunterdrückung. Dann, man braucht die Technologie Daimyo. Befördert den ausgewählten Daimyo zum Shogun. Ein Shogun ist eine noch bessere Variante, so wie es aussieht, an des Anführers. Dann können wir hier noch die Kriegsregierung machen. Weniger Unruhe wegen ungerechtigter Kriegserklärung. Dann kann ich ein Shogun einen Shōen erstellen. Ich weiß nicht, was es ist. Und kleine Nationen zum Vasallen machen können wir machen. Dann gibt es noch die Ritterlichkeit. Die Ritterlichkeit ist, so wie es aussieht, nichts Kriegerisches. Vasallen? Ah, das macht man am besten, wenn man vorher das Königstum gewählt hat, wie man es hier sieht. Ne? Also, dann seht ihr, da kann diese Vasallenbevölkerung noch schneller wachsen. Erstellt zwei Bauern bei jedem deiner Vasallen. Ja, da kann man die Vasallen jetzt richtig hochpushen. Verbesserungen, die aus Stoffen Wandteppich herstellt. Also Wandteppichweber wäre dann möglich, der dann noch mehr Kunst-EP erstellt. Bauern können zum Ritter geschlagen werden. Wirtshaus macht auch Unruhenunterdrückung. Erstellt einen Siedler um einen Ritter in einer Hauptstadt. Ah, also einen Ritter und einen Siedler bekommen wir, aber wir verlieren einen Pop. Und hier können wir einfach Majestät machen. Burgen. Burgen bringen Kultur und Vermögen. Und das letzte ist die Theologie. Schaltet Kloster frei. Kunst-EP und noch mehr kleinere, noch mehr Boni auf, nee, 4. Keine Religion und Luxus, was auch immer. Dann hier nochmal ein Bonus auf Glaube und religiöse Texte. Können wir also auch Luxus herstellen. Dann im Kloster bringen noch mehr Vermögen. Die Hauptstadt generiert noch mehr Glaube. Also Glaube wird ein Bedürfnis. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, dass die Siedlungen mehr Glaube bekommen. Ne? Dann großer Tempel zu Rundenbeginn. Kunst-EP abhängig von der Bevölkerungsgröße. Also wir bekommen also irgendwie Kunst-EP in Abhängigkeit unsere Bevölkerung. Dann von Wundern berichten. Konvertiert die gesamte religiöse Bevölkerung einer Region zu deiner Religion. Aber dafür brauchen wir erstmal selber eine Religion. Schweden hat beliebige Religion. Doppelte Kulturbonus aus religiösen Einwohnern. Okay, Leute, was denkt ihr wäre das Richtige? Also ich bin ja der Meinung, das Einzige, was überhaupt gar keinen Sinn für uns macht, ist Ritterlichkeit. Und Kanat ist wahrscheinlich auch nicht so wirklich sinnvoll. Ach, habe ich den Maschinenbau habe ich übersprungen. Maschinenbau, Eisenerzsucher in einer entsprechenden Siedlung. Mehr Produktionsbonus auf Kohlegüter. Mehr Vermögen auf alle Schmelzofenarten. Bilden Sie eine spezielle Einheit, die Bilde aus. Die Bilde ist anscheinend eine Kampfeinheit, die sehr offensiv ist. Dann kann man den Tüftler freischalten. Der Tüftler macht Ingenieurspunkte. Ganz im Ernst, ich glaube, wir gehen auf das hier, oder? Maschinenbau. Uhrenturm. 6 Luxus. Auch hier kann man eine... Pionier kann eine Bilde erzeugen. Ja, Leute, also, dann machen wir mal einen Poll. Ich bin der Meinung, das Ganze ist eine Sache zwischen dem Kreuzritter und dem Maschinenbau. Mal einen einminütigen... Bleede.
Ich sehe es bloß nicht richtig. Für mich ist es immer nur ein Strich, trotz der Brille, Zauberer. Also wenn ein I ist oder ein L, ist für mich meistens einfach nur ein Strich, vor allem wenn beide nebeneinander sind. Also ein I und ein L nebeneinander. Also die Bliede natürlich. Machen wir mal einen Poll zwischen Kreuzritter und Maschinenbau. Weil das ist das, wonach ihr schreit. Oh komm, dann, ja gut, dann nehmen wir das Shogunat noch mit rein und nehmen wir noch den Theologen mit rein. Dann machen wir mal die vier Sachen. Also gut, wir nehmen Shogun noch mit rein. Also wir haben jetzt hier Kreuzritter, Maschinenbau, Shogunat und Theologen. Darüber... Oh, das ging schnell. Da läuft's schon. Okay, also momentan ist der Maschinenbau auf jeden Fall weit vorne. Also rein technisch gesehen, ne, ist der Maschinenbau für uns das Beste, aber ich glaube, wir können mit allem was anfangen. Wir können theoretisch mit allem was anfangen. Nur wie gesagt, mit dem Kanat und dem Gewürzhändler bin ich der Meinung, kommen wir in unserer Situation gerade eben nicht so wirklich klar. Die Ritterlichkeit wäre ziemlich sinnlos gewesen und der Entdecker ist so, ich sah jetzt den Sinn darin nicht. Die Ölis sind vorne. Die Ölis. Interessant. Ja, es ist der Maschinenbau. Also, wir werden den Maschinenbau wählen. Auswählen. So, wir haben den Maschinenbau gewählt. Jetzt haben wir halt zwei Sachen, die Ingenieurskunst auffressen. Aber jetzt können wir endlich die Pyramide bauen. Das sehe ich jetzt mal von der positiven Seite. Jetzt gucke ich mal gerade eben, wie wir die Pyramide... Nee, haben die Pyramide automatisch jetzt eigentlich? Oder muss ich die noch bauen? Freischalten Pyramide. Nee, ich glaube, das ist ein Gebäude hier, oder? Nee, ist es nicht. Vielleicht muss ich eine Runde warten. Oh, da ist wieder eine Krankheit ausgebrochen. Oh, oh, oh. Da müssen wir gleich mal wieder hin. Ein Pirat. Flieg sie weg. Als Feldverbesserung, das könnte natürlich auch sein. Ja, für 30 kann ich hier eine Pyramide bauen. Jip, 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 jip. Da dampft's schon wieder. Ich kann das nicht mehr ewig machen. Jetzt müssen wir da noch wieder hoch. Okay. Also, ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, das gerät hier außer Kontrolle. So ein bisschen. So ein bisschen. Also alle 5 Runden kann ich das Problem lösen. Ach, guck mal, und jetzt kann ich ja einiges upgraden. Ich könnte jetzt dich hier zu einer Fangflotte upgraden, was noch mehr Nahrung produziert. Macht 2 Fisch. Also ist im Grunde einfach doppelt so gut. Aber ich spare jetzt mal auf diese Pyramide. Die möchte ich gerne haben. Oh! Das hat mich jetzt hier wirklich einen Pop gekostet. Seht ihr das? Beziehungsweise, das ist jetzt hier richtig eskaliert. Okay, und jetzt musst du hier wieder runter? Eieiei, ich würde so gerne noch mehr Ingenieurspunkte jetzt hier generieren. Aber das kriege ich momentan einfach nicht. Okay, immerhin kennen wir jetzt hier diesen Ozean. Ja, ja, also nur im Zeitalter der Seuche. Wir haben jetzt halt das Zeitalter der Seuche und da bricht jetzt halt regelmäßig eine Seuche aus. Das ist momentan so die Situation. Ich würde mich auch freuen, wenn sie das mal sein lassen könnte.
Ein neues Luxusgut ist beim Bauernhof aufgetaucht. Ja, stimmt hier. Hier ist jetzt Tee. Dann sollte ich eigentlich hier eine Plantage hinmachen. Da habe ich mehr davon. Das ist übrigens nicht automatisch ein Luxusgut. Das ist tendenziell erstmal eine strategische Ressource. Luxusgüter sind ein etwas Eigenes. Stone Mace, danke dir für den Prime Sub im dritten. Gerne doch, mein Lieber. Gerne doch. Hallöchen auch ein Camper, willkommen. Okay. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mal gerade eben das hier mal weg. Und mache hier eine Plantage hin. So. Was ist da? Ich weiß, dass ich jetzt hier einige Punkte dadurch jetzt gerade eben verheizt habe, aber das ist mir gerade eben egal. Oh Gott, und das ist die ganze Stadt, die jetzt hier gerade eben fällig ist. Ich muss aber noch 4 Runden warten, bevor ich diese Krankheit wegmachen kann. Ich wiederhole mich. Mino Likey. Ich kann abwarten und Tee trinken. Weiß ich nicht, ob ich möchte, dass hier die Krankheit hier so um sich greift. Weiß ich einfach nicht. Ganz im Ernst. Okay, nächste Runde können wir das Problem lösen. Du gehst hier an Land. Unsere Hauptstadt ist inaktiv. Die können jetzt hier die Arbeitskraft genau umwandeln in... Jetzt machen wir 24! Die Pyramide wird nächste Runde gebaut. Weil ich gerade eben jetzt die überschüssige Arbeitskraft jetzt hier umgewandelt habe in Verbesserungspunkte, mache ich jetzt als satte 24. Warum? Warum tust du mir das an, Spiel? Oh Gott. Böse Seuche. Böse, stinkende Seuche. Also, Pyramide. Ich kann sie nur da oben bauen. Also, diese Pyramide bringt uns jetzt hier, wie ihr sehen könnt, Kultur und Einfluss. Kaiserdynastie. Noch mehr Innovation und Kultur. Mir ist es gerade wichtiger, noch mehr Kultur zu produzieren. Maschinenbau ist halt sehr teuer. Ne? Wir machen jetzt mal die Gottkönig-Dynastie zu Ende. Dann werte ich jetzt hier die Pyramide zu einem Pyramidengrab auf. Liefert einen noch höheren Ertrag dann. Nee, das muss ich halt immer noch so lange warten. Hoffen wir mal, dass der Pestdoktor nicht irgendwie krank wird. Ich nutze das jetzt hier einfach mal, um die Sachen hier aufzuwerten. Ne? Noch mehr Nahrung. Das in der nächsten Runde können wir das mit dem hier machen. Das kommt mir gerade eben recht, das jetzt hier. Dass ich jetzt hier viele Sachen aufwerten kann. Du kannst die vielen Verbesserungspunkte dafür aber nutzen, um die Seuche einzudämmen. Ich kann nur die Erkundungspunkte dafür benutzen. Das ist das Problem. Ich verbrauche Erkundungspunkte dafür. Das kostet mich jedes Mal 10 Erkundungspunkte. Das ist das Ding hier gerade eben. Hallöchen, den Nidl. Hm. 14. Warte mal. Hier habe ich eine Försterei. Hier habe ich auch eine Försterei. Ich guck mal gerade eben nochmal in die Stadt rein. Die sind in den Gemeinschaftsunterkünften. Der arbeitet in der Müllgrube. Das soll der auch tun. Der soll hier arbeiten. Ja, und der soll hier arbeiten. Steinschmetz. Ja, die sollen hier alle arbeiten. Das ist schon in Ordnung, wo die arbeiten. Oder warte mal, braucht die Pyramide überhaupt eine Arbeit? Ja, doch, Arbeit macht überhaupt erst den Einfluss und die Kultur. Okay.
Einen Händler erstellen können wir jetzt übrigens machen. Ich erstelle einen Händler, der jetzt hier die Seuche übers Meer bringen wird. Okay, das geht anscheinend noch nicht. Ich muss noch kurz warten, wie das aussieht. Genau, die schwedische Pyramide. Die melonisch-schwedische Pyramide haben wir hier gebaut. Außenposten absorbieren. Oh, jetzt können wir endlich eine Religion gründen, Leute. Wir gründen eine Religion hier in Melonenmetropolis. Und wie wollen wir diese Religion nennen? Wir können eine eigene Religion machen, Leute. Wie soll unsere Religion heißen? Jetzt bin ich gespannt, was ihr euch einfallen lasst mit Melone. Der Melonismus. Ich wäre ja für den Melonismus. Ich guck mal, was es hier für Zeichen gibt. Kreuz. Irgendwas Asiatisches. Muslimisch, Jüdisch, Asiatisches. Die, die Steinmetze. Das Spaghetti-Monster, oder was? Oh Gott. Das kommt der Melone am nächsten. Also, es ist Nörgels Melonenkult. Es ist Nörgels Melonenkult. Jetzt gucke ich mal gerade, was hier am besten hier ist. Boah, da gibt es echt viele Zeichen. Okay, das ist echt gut. Wie nennen, warte mal, wir haben noch einen weiteren Namen, jetzt passend zu Nörgels Melonenkult. Wie heißen denn unsere Tempel oder unsere Kirchen? Das müsst ihr auch noch bestimmen. Ich finde, das passt am besten. So, wie nennen wir denn unsere Kirchen, Leute? Wie nennen wir denn das? Beinhäuser. Melonenfeld. Melonenfeld, na, nicht so richtig. Topf der Gifte, okay. Topf der Gifte. So heißen die jetzt. Also, das ist unsere Religion. Hier wurde unsere Religion jetzt hier gegründet. Nörgels Melonenkult, 7 Einwohner pro 51%. Wie ihr seht es hier, das neue Bedürfnis Glaube ist jetzt auch da. Also wir haben ein neues Bedürfnis dadurch jetzt hier erschaffen. Und demnächst sollte es dadurch auch eine neue Art von Gebäude geben. Demnächst. So, warte mal, was kann ich jetzt hier noch machen? Sammeln. Ich kann immer noch keine Plantage machen. Steinbruch. Ja, jetzt haben wir mal diesen Steinbruch uns jetzt hier gegönnt. Der hier bleibt hier immer noch stehen. Und jetzt beenden wir die Runde. Hallöchen, Lot FW. Danke für den Prime-Sub im 4. Monat. Willkommen. Willkommen hier zu Millennia. An der Stelle, Leute, wie gesagt, ne, wenn ihr Ausrufezeichen Millennia in den Chat macht, also Doppel-L, Doppel-N, kommt ihr zu einem Link, der euch direkt zu Paradox hinführt. Dieser Stream ist gesponsert hier von Paradox, deswegen gibt es einen entsprechenden Tracking-Link. Dann könnt ihr euch also quasi über das Spiel informieren und wenn ihr wollt, es euch kaufen. Da fehlt noch ein I, lieber Senpu Jakob, hinter dem N und vor dem A. Noch zwei Runden warten. Kaiserdynastie geht hier immer noch nicht weiter. Immigration. Die Bevölkerung einer Region wird um 1 erhöht. Ich kann auch jetzt Religion verbreiten übrigens machen. Zum Beispiel, ihr seht, hier ist noch keine Religion am Start. Wo kann ich denn jetzt hier die Religion verbreiten? Ah, es muss eine andere Nation sein. Okay, komischerweise ging das auch nicht. Religiöse Feste. Reduziert die Unruhe. Kulturexport fördern.
Wähle ein befreundetes, vasalisiertes Territorium, um einen Wohlstand zu erhöhen. Unruhe reduzieren. Diplomatie. Ja, den Händler haben wir jetzt hier mal erstellt. Ne? Also ich gehe mal ins... Hä? Die können aus irgendeinem Grund nicht gemeinsam reisen. Die sind sich gegenseitig nicht grün. Okay. Dich überspringen wir. Nächste Runde. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Händler irgendwie zu dieser griechischen Stadt hier bekommen. Ich muss nochmal 2 Runden warten. Okay, unser Helsingborg-Städtchen kann jetzt diesen Tempel bauen. Ja, machen wir es. Topf der Gifte, her damit. Und du? Habe ich jetzt hier? Der Topf der Gifte ist... Ah, der heißt schon so. Okay. Der heißt schon so. Alles gut. Jetzt kann ich hier diese Stadt noch integrieren. Badauts. Jetzt gehört die auch uns. Sie darf erstmal ein Stadtzentrum erschaffen. Und danach noch Steintürme. Da ist schon wieder eine Seuche. Wir müssen dringend aus diesem Zeitalter raus, ich sag's euch. Wir können mal gerade eben mal gucken, ne, wie es jetzt hier aussieht. Okay, es gibt einfach nur jetzt hier das Zeitalter der Renaissance. Normalerweise hätte man auch noch weitere Möglichkeiten, aber anscheinend kommen wir so nur in die Renaissance. Jetzt kann ich ja endlich wieder eine Seuche wegmachen. Cool. Ich würde mir wünschen, dass der Effektradius größer wäre. Hier ist auch nochmal eine Seuche. Oh Gott. Und hier auch. Es wird immer schlimmer. Ich glaube, das endet nicht gut mit unserer Siedlung. Das kann nicht gut enden. Ja, ich weiß, dass ich eine Menge von diesen Punkten übrig habe. Ich kann auch noch mehr Pyramiden jetzt hier erschaffen. So, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch hier kann ich nochmal eine Pyramide erschaffen. Gut. Jetzt ein Anlegeplatz vielleicht. Oder warte mal, eine Weberei vielleicht. Wir haben nämlich jetzt hier ein neues Gebiet. Gärungsgruben. Die machen aus Trauben Kultur. Wir haben doch Trauben hier. Ne, hier haben wir keine Trauben. Hier haben wir nur Fisch. Aber ich kann doch hier noch mehr Marmor machen. Ich mache hier noch mehr Marmor. Um dann hier nochmal einen Steinmetz zu machen. So. Alles klar. Ich bringe die Seuche zu denen. Ja, das hoffe ich doch mal. Oh je. Ein Ritter hat vor der Grenze Schwedens Dissidenten aufgestachelt. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Verdammt. Okay, ich gehe mal besser hier weg. Ich gucke jetzt, dass ich nächste Runde jetzt hier an Land komme. Wie gesagt, der muss jetzt hier einfach immer noch warten. Ich habe die 10 Punkte nicht. So, jetzt haben wir schon die 62. Ich brauche die 70 hier. Okay. Die Stadt hier hat ein Nahrungsproblem.
gucken wir mal, dass wir jetzt hier mal endlich eine Plantage jetzt hier hinbauen. Und danach müssen wir noch irgendwas mit Nahrung machen. Oder ein Jagdlager? Ein Jagdlager bringt auch Nahrung. Sind sie immer schon bei 89%. Noch mehr Krankheiten. Ja, ja, Barbaren in meiner Hauptstadt. Das ist nur bedingt wichtig. Wobei ich auf den solchen Doktor aufpassen sollte. Der sollte wirklich nicht sterben. Also der geht es hier mal handeln bei... Das sind alles so kleine Siedlungen. Ich gehe am besten zu einer größeren Stadt mit dem Händler. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht sterben. Ja, das sind jetzt halt diese Barbaren, die uns jetzt hier Probleme machen wollen. Okay, Kulturkraft. Wir haben jetzt schon wieder die Chance hier gleich, bei 11,26% liegt die Chance, dass wir jetzt hier wieder eine Innovation auslösen. Oder wir könnten ein Heureka auslösen. Oder nochmal eine Stadt gründen. Wir gründen hier eine Stadt. Dann bekommen wir Zugriff auf all dieses coole Zeug hier, inklusive Tabak. Helsingborg, bekommen sie den Markt, damit die nicht mehr verhungern. Und dann den Kornspeicher. Guten Abend, Kanzelspringer, willkommen. So, jetzt können wir auf die hier schießen. Wusch, der ist down. Gut. Und wir schießen auf dich. Der ist nicht down, aber so gut wie. Schon wieder eine Krankheit. Ich möchte aus diesem Zeitalter raus. Genau, Heureka sorgt dafür, dass ich schnell durch das Zeitalter komme. Das ist wohl richtig. Irgendwo hier ist eine große Stadt. Die hätte 8. Also ich will auf jeden Fall zu einer großen Stadt, wo es viele Ressourcen gibt. Ich habe immer noch nur 6. Ich kann mit ihm immer noch keine Krankheiten hier wegmachen. Tja, also wie es aussieht, hängen wir jetzt hier bei den 15 Pops fest. Aber wir machen jetzt hier endlich weiter. Also... Wir können jetzt dieses Vermächtnis hier abschließen. Sozialgefüge, Einfallsreichtum. Noch mehr Ingenieurs-EP. Jawohl. Das hier ist abgeschlossen, Leute. Jetzt machen wir noch mehr Ingenieurs-EP pro Runde. Und dann können wir auch den Maschinenbau sehr, sehr schnell durchpushen. Und jetzt muss ich mal gucken. Die große Pyramide. Da hieß es doch, dass ich die Pyramide... Werte eine deiner Pyramiden zu einem Pyramidengrab auf. Aber das kann ich noch nicht. Kann ich das hier machen? Nee, das kann ich nicht machen. Vielleicht dauert es wieder bis zur nächsten Runde. Hi Pinsi, grüß dich. Danke dir für deinen Tier 2 Resub im 66. Willkommen. Willkommen, willkommen. Schön, dass du da bist. Willkommen hier zu Millennia. Künstler erstellen. Erstelle einen Künstler auf dem Zielfeld. Benutze den Künstler, um Kultur zu fördern. Lass uns mal Kultur fördern. Künstler in der Hauptstadt entsenden. Produziert ein neues Kunstwerk. Oder kulturelle Bewegung. Ich bekomme 79 Kultur dafür. Nee, ich mache erstmal ein Kunstwerk. Also ich hätte ihn jetzt zerstören können, dann hätte ich auf einen Schlag 79 Kultur bekommen. Das wäre natürlich auch eine Hausnummer gewesen.
Wisst ihr, was ich ganz dringend machen muss? Ich muss Anlegestellen machen. Anlegestellen bringen uns auch Punkte, also diese Scout-Punkte. Windenarmbrüste. Erfinder aus Schweden haben einen neuen Kurbelmechanismus zum Laden von Armbrüsten entwickelt. Dadurch konnten Hersteller die Armbrustsehnen um ein ungeheures Maß verstärken, was Bolzen nun schneller und weiter durch die Luft sausen lässt als zuvor. Ich weiß natürlich leider immer noch nicht, was das jetzt hier im Detail bedeutet. Ah, doch hier, Maus Over plus 5 Angriff für Armbrüste. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir nehmen das. Okay, jetzt müssen wir uns mal gerade eben nochmal hier oben den Platz anschauen. Also ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Pyramide jetzt hier upgrade. Ich weiß es wirklich nicht. Brennofen. Nee, ich muss mir die Stadt angucken. Ich muss mir für die Stadt angucken. Der arbeitet hier in diesem Steinbruch, das soll er auch. Hier habe ich noch Hügel, Grasland, Wald und so weiter. Wir haben jetzt hier immer noch Marmor. Diesen Marmor können wir irgendwann mal noch verarbeiten. Getreide haben wir noch übrig, das könnte ich noch zu Mehl verarbeiten. Genau, sowas habe ich noch gar nicht. Ich habe noch keine Mühle. So, jetzt haben wir eine Mühle daraus gemacht. So, mein lieber Händler. Ja, hier soll er hin. Nach Pergamon. Jetzt haben wir ihn hierhin entsendet. Und jetzt kann ich in meiner Hauptstadt gleich was einkaufen. Zumindest wenn ich einen Marktplatz habe. So, der kann jetzt hier noch den Rad und den Kran machen. Genau hier. Einheimische, ausländische Importe. Was wollen wir denn importieren? Irgendetwas, das wir natürlich noch nicht haben. Baumwolle. Was ist das hier? Kaffee. Steinblöcke. Wie tragisch, dass wir das selber noch nicht herstellen können. Kupfer. Was ist das hier? Handelsgüter. Bringt einfach Kultur. Das sind, glaube ich, jetzt... das ist Lehm. Tabak. Ich glaube, ich importiere tatsächlich das da. So, und was will ich noch exportieren? Also was will ich zu denen schicken? Ich schicke den Marmor. So. Sodele. Dann kann ich noch den Anlegeplatz jetzt hier noch machen. Das ist übrigens auch ein Schiff, ne? Dieses Schiff kann jetzt hier hingehen und den Fisch jetzt hier einsammeln. Der Export funktioniert nicht. Ach, verflixt. Ist mir aber auch gerade eben Wumpe. Oder? Ach, guck mal ganz kurz. Ja, stimmt. Ich glaube, ich verbrauche schon beide Marmors. Ich könnte die Steinblöcke exportieren. Oder ich exportiere... Ne, Kunstwerke werde ich nicht exportieren. Ich könnte die Knochen exportieren. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Dann exportieren wir die Knochen. Geht auch nicht. Keine Ahnung. Ach, jetzt geht's. Ja, das schicke ich jetzt zur anderen Stadt. Genau. Zu einer meiner Städte hier. Ich dachte, ich muss es zu dem schicken. Also zum Griechen. Aber nein, das muss gar nicht zum Griechen. Ja, denke ich mir gerade eben auch. Aha.
Hier nochmal eine Fangflotte dahin. Okay, und er hier. Wir hoffen jetzt aber mal, dass wir jetzt demnächst hier genügend Punkte hier machen. Oh, die Kaiserdynastie kann auch abgeschlossen werden. Geil. Also jetzt haben wir auch die Kaiserdynastie abgeschlossen. Dann wartet der hier immer noch drin. Ich muss demnächst hier auch mal Wachen aufstellen. Eigentlich sollen diese Armeen hier gar nicht so rumstehen. Es ergibt eigentlich relativ wenig Sinn, dass sie hier rumstehen. Treffer. Immer mehr Krankheiten brechen aus. Es ist ein Albtraum. Miep. So, jetzt gehst du hier hin und der kann das erst. Ja, er braucht mehr Bewegung. Okay. Was passiert, wenn ich das jetzt hier mache? Ah, es hat beide. Er hat es in seinem der macht es in einem Radius. Okay, das heißt, dass du als nächstes das hier machen wirst. Man muss also nicht genau draufstehen. Dinge, die ich wertschätze. Die haben schon modernere Einheiten. Ich noch nicht. Die Barbaren sind moderner als ich. Das sagt alles. So, die Stadt hier nimmt jetzt hier endlich wieder Nahrung zu. Bauernhof. Ne, hier muss ich auch eigentlich wieder eine Plantage machen, ne? Ja. Noch eine Plantage hier rein. Aber es müssen die sowieso erstmal hier wachsen. Wie sieht's hier aus? Der hat immerhin zwei Pops. Da kann ich demnächst irgendwas mit Gold machen. Noch mehr Krankheiten. Genau, wenn man die Seuche nur mit Schwertern besiegen könnte, das ist wohl wahr. Aber so einfach ist das nicht. So, der kann jetzt hier anfangen, hier diese Güter zu ernten. Und das bringt er jetzt hier als Nahrung zu meiner nächsten Stadt. Oh, jetzt haben wir aber ein Problem, ne? Glaube. Ihr seht, wir haben ein Glaubensproblem. Das Dumme ist bloß, ich glaube, ich habe noch kein Gebäude, das mir mehr Glaube bringt. Der Papiermacher macht aus Stämmen Papier. Tja, ich habe einfach den Platz nicht für ihn. Ich habe einfach den Platz nicht. Das ist das Problem. Wie lange brauchst du noch, bis du dich weiterentwickelst? 40 von 47. Das dauert noch sehr lang. Den hier müssen wir immer noch stehen lassen. Okay, das ist jetzt echt nicht gut. So, wir greifen den hier noch an. Zack. Das waren ein paar Ritter. Noch mehr Rebellen. Ich hasse es, dass diese Rebellen hier gerade überall sind. Die gehen mir gehörig auf den Zeiger. Nochmal die Krankheit. Boah, die Krankheit ist echt heftig. Aber ihr seht, na, jetzt brauchen halt die Forschungen sehr viel länger. Viel, viel länger als früher. Nur am Anfang geht es relativ schnell. 5. Jetzt sind die hier auch nicht mehr so effizient. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na,
Ja, geh hier wieder rein. Was soll ich machen? Wenn ich jetzt hier rausgehe, ne, bekommen die halt jetzt hier schlechte Laune, die Bürger. Und ich muss als allererstes jetzt hier diese Krankheit hier wegmachen. Das sind übrigens einfach nur Rebellen, ne? Das sind wirklich klassische Rebelleneinheiten. Die wirklich einfach auch nur Rebellen heißen. Wieder ein Hauptstadtangriff. Ja, dann komm, schieß. Gut, Gegner wurde erledigt. Ich kann meine Einheiten erst befördern, wenn ich die entsprechende Technologie habe. Und jetzt habe ich eine Technologie, wie ihr sehen könnt. Das zeigt mir das Spiel jetzt hier gerade eben schon. Ich habe nämlich jetzt hier die Maschinen abgeschlossen, wodurch ich jetzt hier Werkshallen machen kann und Holzfällerlager, die mir, wie ihr sehen könnt, noch mehr Arbeit produzieren. Okay, als nächstes. Wenn wir also bessere Einheiten wollen, brauchen wir halt die Berufsarmee. Aber eigentlich ist es gerade eben gar nicht das Thema. Ich denke, was wir jetzt brauchen, ist wegen der Religion das Heiligtum. Weil die Säftelehre uns vielleicht auch weiterhelfen könnte. Das bringt auch Religion. Stationiere den Gesandten auf einer Verbesserung in der Grenze zu einer anderen Nation. Da kann man gezielt Krankheiten verbreiten. Okay. Die machen noch mehr Produktion, einfach so pauschal. Ja gut, hier arbeiten sie noch gar nicht. Also ich verbessere sie jetzt hier einfach schon mal, ne? Egal. Oh Gott, wir haben tatsächlich einen Top verloren. Also der Glaube hier hat gerade eben schon richtig reingezimmert. Wir haben den ganzen Pop verloren. Autsch. Tja, unsere schöne Kriegsführung. Für 11 Gold, ja, mache ich das. Bestattungsriten. Ah, das ist jetzt hier, genau, jetzt kann ich das hier verbessern. Also ich bewerte jetzt diese Pyramide jetzt hier zu einer noch größeren auf. Die bringt uns noch mehr Ingenieurs-EP und Regierungs-EP und nochmal einen Kultur mehr. Cool. Dann segelst du hier rüber. Kommt also quasi mal wieder heim. Nahrung haben wir jetzt auf einmal wieder einen Haufen. Moment, ich möchte mal gerade eben eine Sache ändern. Ich reduziere... Also erstmal bleibt der hier drin. Ich reduziere die Anzahl von euch hier um 1. Und sage, dass der jetzt hier in den Anlegeplatz reingeht. Damit ich hier noch diesen einen Punkt hier mache. Das ist super wichtig. Ach, das mache ich hier gerade eben auch nicht. Oh. Das ist so ätzend hier. Okay, ich werte jetzt hier erstmal das hier auf. Das Gebäude hier sorgt dafür, dass wir noch mehr Produktion und auch noch mehr Ingenieurspunkte bekommen. Und wenn wir Glück haben, als der Kollege jetzt hier demnächst die Möglichkeit, diese Krankheiten mal wegzumachen. Die uns halt die ganze Zeit hier Schwächungen reindrücken. Guten Abend, Friedrich. Grüß dich. Ich glaube, da ist gerade eben in der anderen Stadt eine Krankheit ausgebrochen, oder? Oh Gott, ja, oh Gott! Ja, also ich werde der Sache hier gerade eben nicht mehr so hundertprozentig her. Und eine Rebellion findet da auch schon statt. Shit. Da, guck mal hier. Ich habe eine mega krasse Unruhe. Durch die Ausbrüche, nicht befriedete Bedürfnisse. Die Leute sind halt einfach hier mega hungrig.
20 für die Fangflotte. Warum arbeitet keiner im Jagdlager eigentlich? Die Frage muss erlaubt sein. Es würde doch viel mehr Sinn machen, wenn der hier drin arbeiten würde. Dann gäbe es hier immerhin mal Fleisch für alle. Da, guck mal, auf einmal geht's denen gut. Gott, Spiel, ey. Du hast mich gerade immer wieder so richtig schön gelinkt. So, jetzt können wir endlich mal wieder eine Krankheit lösen hier. Jo. Oh, guck mal, jetzt haben sich hier viele Probleme in Luft aufgelöst. Und der muss jetzt ganz dringend noch da hoch. Ein weiterer Hauptstadtangriff. Was greift mich hier schon wieder an? Ja, also jedes Mal, wenn man halt solche Rebellionen hat, also solche Unruhe, dann kommen halt noch mehr, wie heißt's? Dann kommen halt noch mehr Rebellen, ne? Logischerweise. Die Leute sind unzufrieden, deswegen randalieren sie. Also das mit diesen Krankheiten ist schon wirklich herausfordernd. Okay, jetzt warten wir darauf, dass wir diese Krankheiten hier lösen können, denn so... Oh Gott, ich habe wieder einen Pop verloren. Ich habe wieder einen Pop verloren. Eine kleine Seuche hat doch noch keine Melone geschadet. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das unterschreiben würde. Unabhängigkeit für Schweden. Die anhaltenden Unruhe in Schweden sind außer Kontrolle geraten. Wenn du nicht sofort etwas unternimmst, wird die Region ihre Unabhängigkeit erklären und nicht mehr Teil von Schweden sein. Ich müsste 600 Gold jetzt ausgeben oder ich verliere eine Stadt. Und ich habe natürlich noch ein Chaos. Oh Gott. Ja. Wir haben es hier Helsingborg verloren. Revolutionäres Schweden. Okay, Feindseligkeit erklären. Ja, man kann nicht sofort erobern, ne? Erstmal muss ich die Feindseligkeit erklären und danach kann ich erst einen Krieg erklären. Das große Problem ist bloß, dass das unter Umständen vielleicht nicht mal als gerechtfertigter Krieg angesehen wird. Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Falle wohlgemerkt. Wir müssen ja immer noch warten. Boah, diese Seuche, ey, ich sag's euch. Ja, jetzt haben wir hier die kennengelernt, das war klar. So, jetzt machen wir hier die Krankheiten ja mal weg. Ah. Gut, jetzt musst du hier wieder runter. Und hier in der Hauptstadt Krankheiten wegmachen. Oder hier. Wir verlieren immer noch Pops. Das ist der Wahnsinn, gerade eben, wie die Pops zurückgehen. Ey, wenn es halt noch ewig so weitergeht, dann sind wir halt völlig am Ende, ne? Dann sind wir völlig am Arsch. Oh je. Yeah. Hier muss ich jetzt gleich noch einen Stadtwächter reinpacken. So, dann kann ich die Armee jetzt hier wieder benutzen. Der Anfang vom Ende, ja. Das Gefühl habe ich auch. Also diese Seuche, die jetzt hier ausgebrochen ist. Pfuh. Okay, jetzt warten wir wieder. Ich kann keinen Seuchendoktor oder sowas machen. Katapultbireme. Ich mache mal eine Katapultbireme. Mal eine Flotte. Wie gesagt, wir machen mal eine Flotte. Ich habe eh nichts Besseres zu tun. Währenddessen wir alle hier gerade in meinen Männerschnupfen eingehen. Ja, die sind mir jetzt gerade eben erstmal egal. Die kann ich auch später wieder erobern. Ich kann mich gerade eben nur um ein paar wenige Siedlungen hier kümmern.
Genau, jetzt haben wir den Kran hier fertig. Jetzt machst du hier noch die Stadtwache rein. Und dann nochmal Feldlager? Nee, wir machen den Topf der Gifte danach. Für diese Siedlung wohlgemerkt. Schon wieder bricht da eine Krankheit aus. Yay. Yay, yay, yay. So, jetzt haben wir die erste Flotte. Die bleibt mal hier stehen. Die kam jetzt hier am Anlegeplatz raus. Ey, wir sind schon auf 11 Pops gefallen. Um Gottes Willen, was soll ich denn noch tun? Ich kann's halt einfach nicht schneller. Es geht nicht schneller. Ich kann nichts schneller machen. So schnell, wie die Krankheit hier sich gerade eben ausbreitet. Ich nehme das Heureka. So. Jetzt habe ich die Säfte leere. Jetzt weiß ich wenigstens, warum mir der Saft ausgeht. Bin jetzt ein Fan von Isolation geworden. Ne, wir nehmen jetzt die Berufsarmee, weil die am schnellsten geht. Zur Zurückeroberung brauche ich mehr Truppen. Da ist ja noch eine Krankheit ausgebrochen. Ey, wie geil ist das denn? Oh je. Überall. Einfach überall brennt die Bude jetzt. So, du gehst hier rein und bewachst das jetzt hier. Jetzt hoffe ich aber mal, dass der jetzt hier genügend Unruhenunterdrückung macht. So, du gehst jetzt hier rein. Und das erstmal hier rundherum diese Seuche jetzt hier mal wieder entfernt. Und danach kannst du nochmal hier hingehen. Ich ahne, dass hier wieder Schlimmeres passiert. Kriegserklärung mache ich erst dann, wenn die Armee da ist. Dass wir das hier wieder zurückerobern. Ja, so wie es aussieht, gibt es nach jedem Sonderzeitalter eine Ruhepause. So sieht's auch. So sieht's aus. Wir kommen so langsam aber sicher an die Grenze. Hä? Ach so. Ja, dann kann ich denen jetzt hier den Krieg erklären. Jetzt kann ich reinmarschieren. Attacke. Tja, das könnte sein, dass es für uns gar nicht so gut endet. Ich werde sie kurz mal hier heilen. Verstärken. Ach, das geht nicht im feindlichen Gebiet. Okay. Immerhin haben wir die Mauer aufgebrochen. Ich sehe es auf der positiven Seite. So, kann ich jetzt Freiwillige hier irgendwo her beschwören? So, ihr geht jetzt da rüber. Du bleibst hier. Hier sind schon wieder zwei solche Krankheitsherde hier, ne? Genau hier nebeneinander. Okay. Unsere Hauptstadt kann jetzt hier die Geistliche Universität machen und aufwerten zur Medizinergilde. Reduziert eine Ausbruchschance um minus 0,05. Na, das werden wir ja zu spüren bekommen. 0,05 hört sich jetzt nicht nach viel an.
Hört sich nicht nach viel an. Ich hoffe, es ist viel. Das Problem ist, mehr Pestdoktoren bringen wir nichts. Mir fehlt es an Erkundungspunkten. Ich kann halt auch nur mit einem die 10 nicht ausgeben, die ich nicht habe. Das ist das Problem. Schriftgelehrter. Fangflotten, Holzfällerlager, Müll. Bildhauer, der macht aus Kalkstein oder Marmor Statuen. Das ist halt Kunst-EP. Kriegs-EP. Produktion. Ja, ich habe einfach immer noch nichts, wo ich hier was machen könnte. Eieiei, also geh du mal kurz hier mal raus, dass ich dich hier heilen kann. Die sind einfach mal tot. Der hat hier angegriffen, mir 2 meiner Einheiten gekillt. Der Mistkeks. Kann ich die nächste Runde nochmal versuchen anzugreifen, aber ich habe ein mieses Gefühl. Ich habe echt ein mieses Gefühl. Okay. Ich weiß nicht, was das für eine Seuche ist. Es ist halt das Zeitalter der Seuche. Das hat die KI ausgelöst. Und es ist das erste Mal, dass ich das erleben darf. Mit Betonung auf darf. Aber jetzt, wo wir hier diese Mauer schon weggemacht haben, glaube ich, haben wir eine Chance, das jetzt hier schnell zurückzuerobern. Ja, der Turm bleibt halt noch. Den muss ich jetzt halt noch nächste Runde nochmal angreifen. Aber jetzt kann ich hier diese Seuche wieder wegmachen. Yay! Hier ist wieder eine Seuche, hier ist wieder eine Seuche, hier ist wieder eine Seuche. Ah ne, es würde Sinn machen, hier hinzugehen. Weil hier ist eine und hier ist eine. Nee. Jetzt haben wir 99 Punkte. Erzeugt einen Eisenerzsucher oder... Ja, Kohle haben wir noch nicht. Also wir machen diesen Eisenerzsucher. Der kann... auf einem Hügel Eisenerz suchen. Jetzt haben wir Eisenerz. Cool. Ich glaube, es ist Männergrippe, Van Bird. Ich glaube, es ist Männergrippe. Sonst kann ich mir dieses endlose Ausbrechen nicht erklären. Woran wir jetzt hier alle zugrunde gehen werden. Ich weiß, dass ich 60 Baupunkte habe, aber es gibt gerade eben wenig, was ich bauen könnte. Oh, wir haben das Osmanische Reich kennengelernt. Schick. Der hat einfach mal wieder eine Unit gebaut, der Mistkerl. Und die Mauer ist wieder da. Shit, ich verliere meine gesamte Armee. Ich verliere meine Armee. Jej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 
die Heurikas werden halt immer ineffizient. Also ich nehme jetzt das Heurika, ne? Damit wir endlich aus diesem Zeitalter rausgehen. Da kommen wir doch in die Renaissance. Wir 58 Turns. Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt ja. Ich muss dieses Zeitalter verlassen. Es kostet es, was es wolle. Es ist sonst der Tod. Wir können das nicht überleben. Okay. Kultur, Export, Immigration. Das hilft mir gerade alles nichts bei der ganzen Krankheitsnummer hier. Naja, der Punkt ist ja der, Sempu Jakob. Ich habe ja mit den Griechen ja keinen Stress. Ich habe mit denen überhaupt keinen Stress. Die sind halt sehr, sehr mächtig. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal Beziehungen verbessern. Nachricht gesendet, Beziehungen verbessern. Das sind schon drei solche nebeneinander. Cool. Ach, erst jetzt ist Bevölkerung gestorben? Was war denn das davor? Es geht schon die ganze Zeit zurück und ich bin machtlos dagegen. Oh Gott. Oh Gott. Hey, jetzt kann ich die Einheiten verbessern. Jetzt habe ich endlich hier Pikenträger. Okay. Ich muss immer noch einen Turn hier warten. Ein Katapult bauen? Ja. Kann schon Sinn machen, jetzt hier einen Katapult zu bauen. Da hier Katapult. Beschleunigen. Jetzt kann ich hier wieder eine Krankheit wegmachen. Oder drei. Uff. Muss ich wieder da hochgehen? Ah, guck mal, der ist auch bei dem Zeitalter der Renaissance. Die Frage ist, ob dann für mich die Krankheit weggeht. Wenn der die Renaissance endlich hat. Es ist mir egal, wie er es macht, aber Hauptsache, er macht diese Krankheit weg. Nein. Ich brauche nochmal übrigens eine Unit, stelle ich gerade eben fest. Ich nehme einen Kurzschwertkämpfer. So, nächste Runde versuchen wir unser Glück. Ich will keine Stadterweiterung gerade eben. Ich könnte es noch gegen Gewaltmarsch machen. Dann können wir das hier endlich angreifen. Okay, lol. Das wird einfach. Wir haben die Mauer nie fertig gebaut. Wir haben's. Wir haben es zurückerobert. Liebevolle Nächstenliebe mit bleibenden Folgen. Okay, Sekunde. Wie sieht's hier mit euch aus? Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja, ich muss jetzt die Runde wieder beenden. Boah, noch eine Bevölkerung hier gestorben. Oh nein. Die Osmanen haben es über ihre Feindseligkeit erklärt. Schön, wir kennen uns gerade eben erst seit 5 Minuten. Und schon sind wir Feinde. Medizinergilde. Ja, ich hätte gerne eine Medizinergilde.
um die Krankheiten hier weniger ausbrechen zu lassen. Ach so, ja, und übrigens, jetzt muss ich die erst wieder integrieren. Die Stadt gehört jetzt nicht mehr mir. Ich muss sie jetzt wieder integrieren. Okay, das war natürlich super schwierig. 7, immer noch warten. Also ich kämpfe hier eigentlich gerade eben nur noch gegen diese Krankheit, ne? Das ist die Situation, ich kämpfe nur noch gegen diese Krankheit. Wir haben jetzt auch Ägypten kennengelernt. Lass mich raten, die hassen mich auch gleich. Ja, ich könnte jetzt hier wieder eine Krankheit wegmachen. Oder warte mal, ich guck mal gerade eben. Gibt es irgendwo einen Ort, der sinnvoller wäre? Nur bedingt. Aber ich habe das Gefühl, dass es weniger geworden ist. Ich glaube, die Krankheiten sind nicht mehr ganz so oft da. Lasst mir den Glauben, bitte. Lasst ihn mir. Ich brauche ihn. Obwohl ich jetzt hier gerade eben schon wieder gesehen habe, dass hier schon wieder was ausgebrochen ist. Ein Druidenzirkel, der am Rande des von Schweden, der gesorgt für Unruhe, indem er Untergang verkündet und Flüche über das Land ausspricht. Wir verlieren noch mehr Nahrung. Also wir haben es geschafft, die Abwärtsspirale zu finden. Mal gucken, ob wir es überleben. Das muss man auch erstmal schaffen, die Abwärtsspirale finden. Ich beschleunige das hier und mache hier auf jeden Fall ein Heureka. Weil ich muss jetzt hier das hier irgendwie beschleunigen. Also wir machen es hier nochmal. 48 ist... ein paar Tage angespart. So eine Art Ragnarök, genau. Ein Krankheitsragnarök. Will uns niederstrecken. Wo, wann kommt das Endzeitalter? Da sind wir schon, genau. Nein, Rips sind wir nicht. Wir kommen da sicherlich wieder raus. Aber man darf halt nicht vergessen, es betrifft halt alle Reiche, ne? Also alle sind davon betroffen. Wir sehen es bloß gerade eben nicht. Aber das betrifft nicht nur uns. Also alle sind davon betroffen. Ich kann den Maschinenbau wieder verbessern. Ja, wir machen es hier mehr... Ne, ich spare auf alle Schmelzöfenarten, oder? Ne, ja, nee, ich bringe die Kohleboni, auch wenn ich noch gar keine Kohle habe. Ihr bleibt hier stehen. Ach, die nehmen hier schon wieder ab. Hier wird jetzt mal Zeit, dass wir hier Nahrung machen. Eine Fangflotte und schon verhungern sie nicht mehr. Jetzt können wir die Kaserne hier noch aufwerten. Oh Gott. Sind noch die Debuffs unterwegs. Aber ihr seht, ne, wir wachsen wieder. Wir wachsen wieder. Es gibt fast keinen Grund, uns zu beschweren. Die, die sich beschweren, also das Recht dazu hätten, sind sowieso schon tot. Die haben es nämlich hinter sich. Können direkt wieder die Runde beenden. Cool, da ist nochmal eine Krankheit ausgebrochen. Dann lohnt sich es jetzt wenigstens gleich, wenn ich jetzt hier gegen die Krankheiten vorgehe. Na, hier ist eine Krankheit, hier ist eine Krankheit, hier ist eine Krankheit, hier ist eine Krankheit. Es war selten so effizient, eine Krankheit auszulöschen. Wie jetzt hier gerade eben. So, dann gehst du jetzt hier mal wieder darüber. Ah, wir haben übrigens jetzt hier das Maximum erreicht. Ich könnte noch einen Siedler erstellen. Ich erstelle mal einen Siedler. Den schicke ich einfach jetzt hier in neue Lande.
Geh irgendwo hin, wo die Menschen nicht an Keuchhusten sterben, mein Freund. Suche Hoffnung, hier ist alle verloren. Cool, wir sind wieder runtergefallen auf 9. Ja klar, weil ich einen Pop ausgegeben habe. Die Rattenwachstum. Ja, das auch Shadow Akuma. Ich glaube auch. Wir haben einfach die Bevölkerung jetzt hier durch Ratten ersetzt. Seitdem haben wir kein Problem mehr mit der Krankheit. Okay, segel du mal und du fährst mal vor dem rum nächste Runde. Hier müssen wir immer noch warten, um die nächste Seuche. Aber ja, wir haben durch das Gebäude jetzt wirklich weniger Seuchen. Spürbar weniger. Genau, also doch Skaven, genau. Da oben ist wieder eine. Ich hätte es nicht so laut sagen sollen. Ein bisschen wird man schon dran erinnert, ne? Noch eine Runde warten. Wisst ihr was, ich beschleunige das jetzt hier wieder und mache wieder ein Heureka. Die werden zwar immer schwächer, aber jetzt sind es nur noch 17 Turns. Herr. Ich will die Renaissance noch gesehen haben. Ich bin verzweifelt. Verzweifelt und am Ende. So, meine Stadt hier ist hier wieder gleich ready. Mehr Truppen bringen es nicht. Aber ich mache trotzdem nochmal 2 Biremen, um meine Flotte hier zu verbessern. Ich habe ja eine Kampfflotte. Ich könnte hier an Land gehen und einfach eine Siedlung gründen. Das kommt bestimmt gut beim Griechen. Nee, kommt nicht. So, nochmal eine Krankheit weggemacht. Also in unserem Hauptstadtgebiet bekommen wir die Krankheiten jetzt in den Griff. Alle, die noch leben, haben übrigens auch maximalen Glauben. Mehr haben sie ja nicht. Sie haben nur noch die Hoffnung auf das ewige Leben. Also gehen wir hier an Land. Und gehen mal hier an Land. Noch 12 Runden. Genau, die anderen mussten dran glauben. Da haben die lieber wieder damit angefangen, überhaupt mal zu glauben. Gifte. Genau das, was wir jetzt brauchen. Pestdoktoren sind mit den Praktiken der modernen Medizin bestens vertraut. Vielleicht können sie dieses Wissen auch auf dem Schlachtfeld einsetzen, um zu effektiveren Soldaten zu werden. Oder werden Pestdoktoren jetzt hier zu kämpfen? Nee, das brauchen wir nicht. Aber die würden dann halt plus 10 Kampfbonus bekommen. Was hat der für einen Kampfbonus? Der hat noch gar keinen Kampfwert. Dann sind aber 10 jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Da sind wieder welche gestorben. Aha, ein hoher Berg. Jetzt machen wir hier diese Seuche weg. Und danach dann noch diese. Es sind nur noch 9 Turns, Leute. Nur noch 9. Wir werden die Renaissance erreichen. Also nicht alle von uns. Aber ein paar.
Griechenland ist der Meinung, dass ich hier zu nah bin, okay. Die beanspruchen die gesamte Insel für sich. Na gut, immerhin haben wir das jetzt hier gelernt. Das hat jetzt natürlich dummerweise auch Erkundungspunkte gekostet. Toi, toi, toi. Ganz großartiges. Die Kohle? Ja, Kohle kriegen wir auch noch woanders her. Das Problem ist, dass mir die garantiert sofort den Krieg erklären, wenn ich das mache. Also, sofort wieder ein Heureka. Noch drei Turns. Noch drei Turns. Ist es mir egal, was jetzt hier gerade eben abgeht. Ich muss das jetzt hier hinbekommen. Vielleicht gehen wir hier nochmal an Land. Hier sparen wir nochmal. Wir holen noch eine dritte Pyräme, was soll's. Dann haben wir alle Pyrämen gebaut, die wir jemals haben können. Haben wir eine brauchbare Flotte. Es ist vorbei. Ich sehe es in der Farbe. Halleluja. Ägypten war nochmal ein bisschen schneller als wir. Zeitalter der Renaissance. Die ersten Künstlereinheit, die in diesem Zeitalter erschaffen wird, bringt einen Kulturbonus. Das Sozialgefüge-System wird freigeschaltet. Jede Nation erhält einen Sozialgefüge-Joker-Punkt, wenn sie das Zeitalter der Renaissance betritt. Kundschafter können jetzt zu Entdeckern aufgewertet werden und für verschiedene Belohnungen Expeditionen zu entdeckten Naturwundern unternehmen. Neue Regierungen werden freigeschaltet. Die Krankheiten sind vorbei. Wir leben. Ja, genau. Ich will es nochmal betonen, aber es ist kein gutes Leben. Es ist endlich vorbei. Schnief. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir leben noch. So. Und jetzt können wir selber gleich nochmal gucken, was die Renaissance so bringt. Denn wir betreten sie jetzt auch. Gute Nacht, Vikragor. So, Zeitalter der Renaissance. Wie gesagt, es gibt hier das Sozialgefüge, das kenne ich auch noch nicht. Regierungsänderungen werden möglich und Expeditionen sind nun möglich. Das Sozialgefüge ermöglicht dir, die Charakteristiken deiner Nation individuell anzupassen. Ah, man sieht's hier. Ja, das sehen wir uns gleich mal im Detail an. Entdeckereinheiten können jetzt hier ausgebildet werden. Dragoner-Entdecker-Reservisten. Also hier haben wir das Sozialgefüge. 4 Punkte. Wir können also organisiert sein, dann haben wir weniger Expansionskosten. Erkenntnis sorgt für weniger Forschungskosten. Tapferkeit sorgt dafür, dass unsere Truppen weniger kosten. Einfallsreichtum, haben wir schon einen Punkt drin, sorgt für verringerte Verbesserungskosten. Dann gibt es noch die Toleranz, das gibt Vermögen pro Runde und Gemeinschaft reduziert die Unruhe pro Runde. Ich bin ein Fan davon, schon mal für Tapferkeit zu sorgen. Spart uns schon mal 8%. Dann die Expansionskosten möchte ich reduzieren. Sogar drastisch. So würde ich das jetzt hier mal machen. Da bekommen wir bestimmt noch mehr Punkte. Ach, wisst ihr, die gute Nachricht ist, es bricht gleich wieder eine Katastrophe herein. Ja, Einfallsreichtum ist auch gut, aber... So. Also, ihr seht es jetzt hier. Wir können jetzt hier theoretisch vom Zeitalter der Renaissance in das Zeitalter der Ketzerei gehen, wenn wir mindestens 20 Punkte Ketzerei erleben. Wir können auch hier Sozialgefüge Erkenntnis machen. Dann können wir ins Zeitalter der Alchemie gehen oder wir gehen in das Zeitalter der Aufklärung. Also so wie ich das jetzt momentan sehe, ist, na, also es geht jetzt ja als nächstes immer um die Aufklärung. Wenn es halt dumm läuft, wird es halt Ketzerei. Dann haben wir also eine negative Aufklärung. Also die findet dann wahrscheinlich nicht wirklich statt. Oder wenn wir es richtig gut hinbekommen,
Dann haben wir das Zeitalter der Alchemie. Das ist dann wahrscheinlich so ein Aufklärungsplus. Hier wird jetzt hier die Druckerpresse theoretisch freigeschaltet. Mit Papiermühle und Druckerpresse. Das macht, wie ihr sehen könnt, hier Bücher, Wissen und Luxus. Das Ding hier sorgt für Stämme, werden auch noch mehr Papier hergestellt. Dann gibt es die öffentliche Bauvorhaben. Die bringen uns, wie ihr sehen könnt, hier noch mehr Hygiene mit den Wasserbetrieben. Dann haben wir hier den Hebeturm, der bringt uns noch mehr Verbesserungspunkte. Das Arbeitshaus reduziert die Unruhe und bringt Unruhe und mehr Wohnraum und Vermögen. Und dann haben wir noch Müllhaufen. 8 Hygiene und nochmal für Arbeit Hygiene. Okay. Dann die Verwaltung. Okay. Das ist nur das da. Die Soziallehre. Sozialgefüge, Joker-Punkt. Ah, da bekomme ich einen Punkt mehr. Okay. Dann die Navigation. Hafen bringt Vermögen und Erkundungs-EP. Dann gibt es hier bessere Schiffe, die Karacke. Und ermöglicht mir jetzt, das Tiefwasser zu befahren. Dann kommen die Finanzen. Da können wir die Textilmühle machen, was uns noch mehr Kunst-EP bringt. Das uns ermöglicht, Wolle oder Baumwolle oder Flachs in Textilien umzuwandeln, die einen Haufen Geld bekommen. Lagerhallen. 2 Slots für weitere heimische Exporte und noch mehr Produktion. Das Schießpulver schaltet, so wie es aus, den Musketier frei. Ne, den Arkebusier schaltet das frei. Dann haben wir hier das Bombenschiff. Und hier dann noch die Kanone. Und dann gibt es noch den Maschinenbau. Der Maschinenbau gibt uns eine ganze Menge Boni, wie ihr sehen könnt hier. Irgendwas mit Sammeln beim Bergbau. Sammeln Lehm. Also sind wahrscheinlich Upgrades. Das Sägewerk bringt uns noch mehr Ingenieurspunkte und wandelt Stämme in Bauholz um. Dann haben wir die komplette Rodung, wandelt ein Waldterrainfeld in Grasland um. Ziegelwerkstatt sorgt dafür, dass wir hier Lehm, also erstmal gibt es Ingenieurpunkte und wir können Lehm in Backsteine umwandeln. Und als letztes haben wir dann noch hier den Hochofen. Der kann aus Kupfer oder Eisen Barren herstellen, also noch effizienter. Ja, das erste, was ich jetzt hier, glaube ich, dann tun würde, wäre die Druckerpresse. So, aber Leute, tatsächlich ist für heute Schluss. Ich werde das hier auf jeden Fall noch weiter streamen. Möglicherweise machen wir das noch am Sonntagabend ein bisschen weiter. An der Stelle sei nochmal erwähnt, Dankeschön an Paradox Interactive für das Sponsoring dieses Streams. Wenn euch dieses Spiel zusagt und ihr euch darüber informieren wollt oder es vielleicht sogar schon vorbestellen wollt, macht Ausrufezeichen Millennia in den Chat mit Doppel-L und Doppel-N. Und für alle, die auf Map Uncut zugucken, guckt unten in die Videobeschreibung beziehungsweise unten in den Kommentarbereich. Da habe ich auch den Link für euch aufbereitet. Wir sehen uns am Samstag wieder. Und dann am Sonntag und am Montag. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Kommt gut ins Wochenende. Und bis Samstag. Und auf YouTube geht es hier immer weiter. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüssi und Ade. Und ich schicke euch jetzt natürlich noch weiter. Wo schicke ich euch denn heute hin? Mal gucken. Ja, ich weiß schon, wo ich euch hinschicke. Ich schicke euch jetzt zum lieben Ecke. Grüßt Ecke von mir. Bye, bye.